Keine Envy-Fans wohl. Okay. Nun gut, also. Rumble Bun für Echo Fox, obwohl sie einen First Pick hätten und auch Caitlyn. Es wird einiges offen bleiben. Auch die Camille jetzt, Rengar. Malza offen bleiben, wird Lulu offen bleiben. Es wären jetzt so zwei Champions. Graves zum Beispiel. Elise wird hier gebannt von Echo Fox. Ich kann mir auch echt vorstellen, dass Lyra zum Beispiel wieder eine Evelyn auspackt, weil das hat gut auf ihn funktioniert. Na, warum auch nicht? Wie gesagt, für sie geht es ja um nichts mehr. Ja, man kann sich am Ende nochmal ganz gut verkaufen, vielleicht nochmal empfehlen. Ja, deswegen vielleicht nochmal ein paar starke Champs-Dragon und Lulu mit 61% Winrate. Das ist halt der Wahnsinn. 61%. Lulu ist momentan einfach wieder so stark. Varus und... Ja. Lee Sin. Ja, zum Spaß haben. Weil Lee Sin ja durchaus auch Bible ist, allerdings... Wobei, streich das allerdings. Der ist definitiv Bible. Wir haben Kha'Zix und Ashe. Seitens Echo Fox. Hätte Team Liquid verloren, dann hätte Echo Fox sicherlich weniger Druck jetzt. Last Pick wird, weil es in vielen Fällen jetzt der Supporter, in diesem Fall gerade Nautilus für die Top Lane. Momentan Number One Top Lane Pick. Das heißt, jetzt können sie effektiv gegen die Top Lane bannen. Das machen sie auch mit Renekton, der gut funktioniert. Während Echo Fox jetzt auf der anderen Seite eher auf die Support-Bans gehen wird. Karma würde ich bannen. Und eigentlich auch Malza, ehrlich gesagt. Dass Serum nicht gepickt ist, ist interessant. Man bannt jetzt Talon. Talon würde ich sowieso nicht als realistischen Pick sehen auf Ninja. Einfach, weil man sehr wenig magischen Schaden hätte. Von daher, ja, weiß nicht. Auf der anderen Seite Viktor gegen Froggen. Und der Cyberbank. Ja, aber Malza wäre noch offen. Karma wäre noch offen. Das wären so die Picks, die ich jetzt hier eher vermuten würde. Karma ist da defensiver. Malza bietet dir nochmal einen Engage und eigentlich auch eine gute Synergie mit Varus. Ja, triffst du den Malza-Ult, beziehungsweise triffst du die Varus-Ult, triffst du Malza sowieso. Umgekehrt ist es wahrscheinlich sogar realistischer. Und man nimmt, wow, okay, warum nimmt man jetzt schon die Ahri? Warum zeigt man jetzt die Midlane? Was hat man noch vorbereitet für die Botlane? Also kommt da jetzt eine große Überraschung? Das verstehe ich nicht. Ich meine, klar, eine Ahri ist halt ein relativ safer Pick, aber Vladimir ist zum Beispiel noch offen. Es ist halt noch so vieles offen. Maokai und... Ja... Was wird Froggen spielen? Was? Was? Freunde! Kartus? Was? Einfach mal den Kartus. Woche 9 NALCS. Man könnte meinen, für Echo Fox wird es um nichts mehr gehen. Da hat der Froggen einfach mal den Kartus-Pick und jetzt auf der anderen Seite Malza. Was? Alter! Wann haben wir denn das letzte Mal einen Kha'Zix gesehen? Wieso? Einfach nur der Wahnsinn. Froggen sagt sich einfach, ich gehe eine Runde Kha'Zix spielen.
einfach mal den Kartus auspacken. Also ein richtiger Kartus ist das. Ich habe auch gesagt, hier passieren geile Picks. Aber das... ich bin immer noch so ein bisschen verwirrt hier. Ja, RIP. So. Sagt allen Bescheid, ne? Mama, Papa, Oma, Opa, dem Hund nochmal aufwecken. Na, die Katze nicht, die ist so ein bisschen, ne? Da bin ich skeptisch. Na, Katzen sind sowieso so ein Ding für sich, aber... Ja, von mir aus auch eher der Katze Bescheid sagen, ne? Von mir aus auch das. GG! Ja, aber auf jeden Fall der hübschen Nachbarin. Los geht's, Echo Fox gegen Envy und wir sehen Froggen mit Kartus auf der Midlane. Also ich bin gerade noch leicht geflasht, ja, lasst mich geflasht sein. Aber nun gut. Ich bin auf die Ultimates gespannt. Ich bin sowieso gespannt. Minions have spawned. Das will doch wahrscheinlich nochmal, ne? NLs ist vorbei, können wir doch mal einen Farmrekord irgendwo aufstellen. Ja, oder schön den Champion Pool nochmal hochtreiben. Ja, die Champion Statistiken kurz vor Schluss. So, früh versucht man hier schon Acadian sein Level 2 zu verwehren. Ja, einen kleinen Raptoren hat sich Apollo abzwacken können. Gale ist sofort da. Genauso wie Keith. Die das Ganze bestrafen wollen. Frong mag so diese alten Champions. So hat man das Gefühl. So Frongs Champion Pool. Ich meine, warum spielt man Kartus eigentlich nicht mehr? Wenn man überlegt, so die Ultimate hat einen unendlich langen Cooldown. Das Q hat halt so einen krassen Delay, wo eigentlich eine Ahri sehr, sehr gut gegen klarkommen sollte. Du bist super immobil, deswegen Leera jetzt auch mit dem ersten Versuch das Ganze zu ganken. Und du bist einfach so, naja, mit dem Kartus gehst du halt rein, nicht zuletzt auch um zu sterben. Ja, du gehst einfach rein in Teamfight mit deinem E, ja, hoffst, dass du genug Schaden machst, dass wenn du dann tot bist, die R-Taste drückst und jemand dabei stirbt. Das ist Kartus. Ja, und wenn niemand low ist, dann bist du useless. Einfach mal den Kartus auspacken, Leute. Na, einfach mal machen. Na, Botlane pushen Gate und Keith ganz gut rein. Na, Lulu momentan, wie gesagt, 60% Winrate und Acadian mit dem ersten Gank auf der Toplane. Looper geht dran, Seraph fällt dagegen und das sollte es sein, das First Blood für Acadian. Ja, gibt auch Sinn, ihm das First Blood zu geben. Er kann damit snowballen. Ja, Looper damit nicht ganz so viel anfangen als Tank. Und Maokai braucht nicht ganz so viel Gold. Klar, ja, jeder weiß, wie man es einsetzen kann. Und wow, machen die gut. Pressure, Exhaust und Gate sieht sich genötigt zu flashen. Was sicherlich die bessere Entscheidung war, in Anbetracht der vielen Voidlinge, die da waren.
So, hier nochmal. Geht er in den Fight rein. Und er flasht halt, nachdem das W kommt. Und trotzdem hilft es hier nichts. Erster Drache, der Höllendrache und Echo Fox mit einem kleinen Vorteil durch Acadian. Bin halt echt gespannt auf das Midlane-Matchup hier. Mein Kardus hat halt nicht so die Pressure, logischerweise. Aber Level 6 hat ihn ja Kill-Pressure, Froggen nicht. Aber der wird erstmal noch brauchen. Ja, der wird dann. Ja, der Ignite mitgenommen, immerhin. Er wird Base gehen, die Träne holen. Bin gespannt, wie er seine Ultimate einsetzt. Also ob er halt wirklich sagt, okay, wir halten die Ultimate auf Cooldown. Oder, okay, ich warte ab, bis ich sie sinnvoll einsetzen kann. Man darf jetzt auf den Botlane-Farm nicht ganz so argwöhnisch achten. Man muss bedenken, die Lane wird reingepusht. Das heißt, Apollo hat halt tendenziell erstmal nochmal eine Wave immer vor sich. Weil sie jetzt gerade tatsächlich even ist, oder fast even ist. So, und jetzt mit Level 6, das war zu erwarten. Oh, und da holt er sich den Froggen ab. Und genau so haben wir uns das vorgestellt. Jetzt nochmal die Ultimate. Und Ninja wird auch sterben. War nicht das First Blood. Ninja hat alles eingesetzt. Froggen auch. Und Gott, sind die da unten noch low. Aber ja, dass du ab Level 6 Kill Pressure hast mit Ahri, das war bekannt. Für Froggen ist halt nur wichtig, genug Damage vorher zu machen, damit die Ultimate fruchtet. Hat sich keine Träne geholt. Okay, in dem Moment, wo Level 6 geht, geht Ninja natürlich sofort All-In. Froggen hat hier sein Level 6 schon. Ihm muss natürlich klar sein, dass Ninja es auch sofort wird. Jetzt! Level 6, sofort die Ultimate, sofort rein. Flasht halt noch. Aber den hätte er sich besser aufgehoben, weil einen Turmschuss kannst du nicht flashen. Ja, der kommt trotzdem durch. Also, da kann man Ninja auf jeden Fall vorwerfen, dass er seinen Flash an der Stelle verschwendet hat. Grundsätzlich geht der Froggen allerdings mit dem Farmvorteil daraus. Na, erstes Item wird Stab der Zeit. Ich bin gespannt, ob er die Träne noch holen wird. Grundsätzlich sieht man eigentlich die Träne auf Kardus deswegen so oft, weil, ja, was macht Kardus? Q, 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 Q. So, jetzt will man auf Ninja gehen. Das E ist raus und das war's für Ninja. Froggen mit dem Kill. Oh, der Kardus steht 2-1 da. Und wobei er sich hier wirklich bei Gate und Acadia mitbedanken kann. Das war eine schöne Rotation von Echo Fox. Wobei da eigentlich muss man sagen, warum steht Ninja da so offensiv? Denn wenn Gate Miss ist und Keith alleine auf der Botlane bleibt, dann muss man hier höchstwahrscheinlich mit diesem Roam rechnen. Und ja, meine Damen und Herren, es ist Kartus. Wir sehen auf der Botlane auch schon den neuen Trend. Ja, Klinge des gestürzten Königs. Tolles Item. Ja, gerade die Knallerbste genommen. Ja, dadurch nicht gesehen. Umgekehrt natürlich sehr wohl über den Ort. Jetzt nochmal mit dem Katalysator, dadurch nochmal ein bisschen mehr Sustain. Auch vor allem was das Mana angeht. Ob eine Träne kommen wird, ist nach wie vor die Frage, aber inzwischen hat man es ja auch häufiger mal, dass man die Träne noch nachträglich holt.
Ninja interessanterweise auch natürlich früh mit der Magieressenz. Gegen diesen Poke, den Frog da immer wieder haben wird. Ärgerlich ist halt wirklich, wenn Katus, wie gesagt, genug Damage auf dich rausbekommt, dass er dich halt mit in den Tod reißt. Ultimate jetzt auch wieder da. Und das Ding ist, Katus sorgt halt immer wieder für diese globale Pressure, weil in dem Moment, wo du low bist, so macht Katus Folgendes. Er drückt die R-Taste, sofern er safe kann. So gesehen kann sich da Ahri schon gegen wehren, weil sie ihr Charm hat und es damit unterbrechen kann. So, man sieht Mira, also spätestens jetzt natürlich, man ist dabei, diesen Turm einzureißen. Envy will das erste Turmgold haben. Heath hat den Arrow geladen, könnte ihn also rausdrücken. Die Frage ist, will man rechts an ihrem Turm sein? Acadia mit runter, ab auf Ninja, der trifft allerdings seinen Charm. Froggen mit zur Stelle. Reicht es? Nein. Der Turm, noch steht er, aber das ist noch eine Basalenwelle. Man wird ihn nicht verteidigen können. Jetzt Heath. Erst dann die Varus Ultimate, dann direkt hinterher mit Malza und da hilft auch der Wildwuchs nichts. Keith abgeholt worden, plus den Turm. Envy damit goldtechnisch auf jeden Fall wieder dran, vor allem die erste Turmprämie sich einfach mal abgeholt. Fight. Gut, treffen sich zwei Tanks. Looper, out of mana, muss ich jetzt zurückziehen, aber mehr ist halt auch erstmal nicht. Na, und Froggen hat einen Champion und mit ihm macht er Folgendes. Er farmt, farmt, farmt. Farmt die Vasallen. Ja, und irgendwann mal zwischendrin einfach R drücken. Blue Ruff natürlich entsprechend sehr, sehr wichtig für Katus. Ja, denn gerade ohne die Träne geht hier einfach das Mana aus. Allerdings, Stab der Zeitalter schon mal fertig. Also der kann schon mal stacken. Oh, Arrow geflasht von Apollo und damit direkt diesen Überfall vereitelt. Echo Fox nutzt diese Dominanz auf der Botlane, um sich diesen Höllendrachen zu holen. Vor allem Ninja gerade Base, deswegen sehr, sehr günstig, denn Ahri hat grundsätzlich den besseren Roam, als es halt ein Katus hat. Nicht nur, weil sie deutlich mobiler ist, ja, sondern auch, weil sie... Ja, ich weiß nicht, ob man sie als Assassin bezeichnen möchte, aber sie kann dich bursten, sagen wir es mal so. Das kann Katus so ohne weiteres nicht. Vor allem der Höllendrache, ja, da freut sich ein Katus drüber, da freut sich die Ashe natürlich auch drüber. Ich meine, gerade wenn du ein bisschen AP hast, ist der Farm relativ simpel mit Katus. Ja, dann läufst du irgendwann nur noch wie so ein Staubsauger über die Lane, einfach eh, die Vasallen sind weg. Und dadurch sorgt halt auch immer wieder für Pressure. Also das macht es halt für Ninja sehr, sehr schwierig, wenn die Wave so schnell weg ist, irgendwie zu roamen.
was zur Folge hat, dass er schon so ein bisschen an der oder an die Lane getackert ist. Trotzdem, Echo Fox muss schauen, dass sie die Türme bekommen. Das macht Envy momentan besser. Immer wieder über Lyra, der da ist, um Überzahlsituationen zu bekommen. Acadian da jedes Mal ein bisschen später dran bisher. Na, Top Lane jetzt ähnliche Situation. Apollo und Haku dabei. Reinzudrücken, wieder Lyra rechtzeitig da. Und das ist der Turm. Wir jetzt müssen zumindest Echo Fox Global Pressure aufbauen. Und das tun sie auch. Holen sich den Botlane-Turm, wissen Top Lane, werden sie eh nicht rechtzeitig da sein. Also sie sind ein gutes Stück langsamer. Tauschen jetzt Tier 2 gegen Tier 2 ist die Frage. Niemand da, der hier bei Echo Fox verteidigen könnte. Looper ist ebenfalls auf der Botlane, während Seraph zumindest da ist. Und für ihn würde es theoretisch reichen, einfach die Vasallenwellen aus dem Weg zu räumen. Ja, Ninja, der mitrotiert kommt. Erstmal ein Turm mehr für Envy. Tiefenladung. Acadian kriegt hier früh den Wildwuchs. Aber wie gesagt, es reicht, die Vasallenwellen zu nehmen. Er geht nochmal rein, der gute Ninja. Keith ist low. Katus und kommt. Wird es reichen, ist die Frage. Er bekommt den Kill. Und Envy bleibt hier am Leben. So viel Damage macht die Ultimate nicht. Und die machen einfach weiter. Envy drückt hier einfach weiter. Absolute Fehlentscheidung von Echo Fox, wie man gesehen hat. Double Kill zwar noch geholt. Aber sie haben, ja, den Inhibitor nach 16 Minuten den Inhibitor verloren. Weil sie diesen Base Race hier nicht gewinnen können. Jetzt sind die. Jetzt holen die erst den Tier 2 Turm. Da haben sie Inhibitor, Turm und Inhibitor verloren. Also zu zweit. Es reicht, wie gesagt, einfach nur so einen Turm wegzuhalten. Tiefladung, Bildbuchs auf Acadian. Und dann Ninja, der halt quasi reingeht. Das Ganze gut macht, Looper so entgeht. Viel Damage, der halt rauskommt. Keith abgeräumt und im Nachfassen dann auch eben Gate. Damit die 2 gegen 2 Situation. Der Turm vorerst sicher. Acadian geht dann aber eben nochmal rein. Nur sind sie dadurch halt so viel langsamer. Klar, sie bekommen dann nochmal einen Doppelkill. Und damit so gesehen 2 gegen 2. Aber ja, der Inhibitor, der pusht jetzt erstmal. Sieht nicht so aus, als würde er nochmal eine Träne holen. Der Froggen. Er steht goldtechnisch gut da, weil er halt so viel Farm hat. 30 Farm mehr. Aber die Türme sind das Problem und die Türme gewinnen Spiele. Trotzdem muss man sagen, Echo Fox ist goldtechnisch so weit hinten nicht. Ja. Es sind 1500 Gold, trotz 2 Türme mehr. Die Frage ist, was Envy mit diesem frühen Inhibitor bekommen kann. Vor allem bei ihnen steht auch der Tier 1 Turm noch. Ja, das heißt, sie können sich jetzt komplett auf den Botlane Turm verlagern. Und da Druck ausüben. Weil immer irgendjemand Toplane geben muss, zwangsläufig. Und man schickt Froggen auf die Toplane. Ja, soll der einfach das klären? Soll der einfach E anschmeißen und farmen? Im Zweifelsfall drückt er einmal R und ist quasi damit bei seinem Team. Ja, ganz nach dem Motto: Lass den Farm zu mir kommen. Das heißt, Froggen tatsächlich gegen den Inhibitor am Pushen. Aber er wird trotzdem fehlen im Teamfight, weil Envy macht jetzt auf der Botlane eigentlich nochmal komplett das Gleiche. Strong hat ja keinen Teleport oder so, Turm fällt und das komplett gratis, also ohne dass Echo Fox das bekommt. Ja, es ist illusorisch, dass Strong diesen Turm nehmen kann. Ja, dafür reicht sein Mana-Vorrat nicht. Da muss man sich auch fragen, so Echo Fox, der ernste Lage ist euch schon klar, oder?
5 zu 2 Türme. Das ist halt schon... Mein Envy ist letzter Platz momentan. Das wird sich auch den kompletten Split nicht mehr ändern. Rabadons als zweites Item für Froggen auch. Er hat ja Kohle. Ha? 218 Farm, das ist jetzt 40 voraus. Ist halt einfach am Farm, der Boy. Ja, der Farm ist verdammt gut, aber jetzt Kaden aufgegabelt, bekommt den Wildfuchs gegen sich und schafft es damit rauszuspringen. Auch der Heal kommt. Tiefladung Leader, sehr offensiv und durch den Kick bekommt den Shutdown. Jetzt die Katos Ult. Froggen halt in der Base, reicht der Damage damit. Lira! Nein, der kommt gerade so nicht raus aufgrund der Salve. Und damit ist es der 1-1 Trade hier. Und stell dir mal vor, wäre jetzt Froggen dabei gewesen. Ja, Haku wäre hier jetzt in Lebensgefahr, hätte Froggen die Ultimate nicht eben schon benutzt. Aber der Kick von Lira, ich hoffe, das sehen wir nochmal in der Wiederholung. Der war so bockstark, Haku! Wow, einfach mal weggeböllert. Flash, Froggen ist auch unterwegs, aber Xerath hat den Anker. Keith hinterher, richtig offensiv und zwingt auch Xerath nochmal zum Flashen. Damit hat Echo Fox jetzt die Möglichkeit, weiter Druck aufzubauen. Ja, der Inhibitor wieder aufgebaut. Aufpassen muss man hier lediglich auf Ninja gerade. Charm nicht getroffen. Und dadurch auch erstmal eine gute Breitseite kassiert. Problem ist wirklich, dass Echo Fox an die Türme ran muss. Rabadon sitzt fertig. So. Also, Acadian. Dass er da nochmal reingeht, ist halt sehr todesmutig. So, jetzt ist er eigentlich safe, aber dann Lira. Zack, Flash und Kick Gate gegen Acadian und schafft halt damit den Shutdown. Das ist so eine der räudigsten Arten zu sterben, glaube ich. Ja, wenn dein eigener Teammate gegen dich verwendet wird. Das Ding ist halt auch, ne? Envy schafft es nicht aktuell, diesen Vorteil, den sie hatten aus den Türmen und den offenen Inhibitor, irgendwie weiter auszubauen. Echo Fox ist trotzdem nur 1000 Gold hinten, obwohl sie 3 Türme weniger haben. Weil wenn Echo Fox auch ausgleichen kann, was die Türme angeht, weil Türme sind endlich. Ja, Vasallen sind quasi unendlich. Ja, da kommen immer welche nach. Und Türme, die sind irgendwann alle. So, holen sich jetzt den Wolkendrache. Wenn Echo Fox die auch bekommt, dann sind sie vorne. Na gut, so krass war der Katos Pick bisher nicht. Eine ganz nette Killbeteiligung durch die Ultimate. Aber wer weiß, was noch kommt. Wir wissen ja auch, Katos, ja, der will eher ins Late. Oh, Acadian, getroffen vom Charm. Gilt halt diesen Midlane-Turm erstmal zu verteidigen, wenn Reaper gerade dabei ist, die Botlane durchzupushen. Da hat man allerdings die Türme halt schon alle. Jetzt nächstes Item wird, bin ich mir ziemlich sicher, der Lernstab bei Froggen werden. Dann... Ja, dann bin ich ehrlich mal gespannt, wie er weiterbauen wird. Ob dann Stundenglas noch kommt. Gut möglich.
es ist irgendwie, ich weiß nicht, dass Envy diesen großen Turmvorteil nicht ausnutzen kann, das ist so ein bisschen bedenklich. Vor allem, wenn es ins Late Game hinsteuert, dann ist der Echo Fox da in meinen Augen einfach im Vorteil. Froggen auch 2 Level über Ninja im Übrigen. Na, 40 Farm da voraus. Gut, als Katos machst du auch nicht so viel anderes als farmen, 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 bis du irgendwann mal groß und stark bist. Interessanterweise auf einem zweiten Item holte sich das gefrorene Herz. Wenn ich jetzt gegen Lied kommt, nicht unbedingt vermutet, ehrlich gesagt. Hätte ich ihn ehrlich gesagt auch mehr mit dem Sonnenfeuerumhang gesehen. Und ja, klar. CDR und Mana ist cool. Sehen auch mehr und mehr Quecksilberschärpen logischerweise. Ja, gegen den Malsam. Bei Froggen noch nicht, aber ansonsten 3 Quecksilberschärpen. Selbst auf dem Maokai ganz offensichtlich. Ja, und so langsam wird auch der Drache immer interessanter werden. Echo Fox lauert so ein bisschen auf ihre Möglichkeiten, hat man so den Eindruck. Ja, aber sie sollten sich da mehr auf die Top-Lane konzentrieren, weil da ist vor allem noch ein Tier-1-Turm zum Abräumen. Problem ist, wen willst du denn in den Split-Push schicken? So, Lupa Seraph wird nicht viel passieren. Und Ninja ist tendenziell ein bisschen flotter unterwegs, als das ein Katos ist. Und sollte auch das 1 gegen 1 holen, vor allem. Wohlgemerkt sollte. Weil du den Kados mit deiner Mobilität einfach raustanzen kannst. Und das zieht das Spiel gerade so in die Länge. So, Envy würde gerne weiter snowballen, kann es aber nicht. Ja, und Echo Fox muss halt auf Fehler warten. Ninja nutzt hier seine Ultimate, um dem Ash Arrow auszuweichen. Ja, gerade Echo Fox musste sowieso mehr über die Teamfights noch kommen. Ja, Maokai ist halt so unglaublich stark in Teamfights. Ja, und auch ein Katos, ja, der sich da reinstellt. Eh anschmeißt, hofft, er überlebt, wie gesagt, lange genug. Und ja, du hast ja nichts dagegen, dass du stirbst, weil wenn du stirbst, kann wenigstens deine Ultimate nicht unterbrochen werden. Das ist halt so der Grundgedanke. So, jetzt Echo Fox dran am Baron. Die sind zügig mit der Ash und auch der Katos ist da sehr zügig. Jetzt gibt es nochmal Looper, der da reingeht. Es gilt, Mira abzuhalten. Acadian springt hinterher. Man hat den Baron bekommen. Aufgepasst jetzt. Kommt man nochmal raus oder kann man den Teamfight nehmen? Stichwort Teamfight. Sehen wir gerade einen Split-Push. Und Haku, verdammt low. Der Knock-Up ist da. Und jetzt heißt es aufräumen. Aber Acadian ein bisschen zu weit. Haku bekommen, selber abgeholt worden. Nur jetzt hat Echo Fox endlich auch mal ein Mittel, Türme zu bekommen. Sie haben zwar einen Turm verloren auf der Botlane, sind aber, beziehungsweise auf der Midlane, sind aber jetzt dabei, weiter zu pushen und endlich mal aufzuholen. Und jetzt sind sie im Gold sogar vorne. Da sind noch 2 Türme, die sie tendenziell mehr abholen müssen. Auf der Toplane, wie gesagt, sind einfach original noch alle Türme. Ja, Toplane ist bei Echo Fox einfach so unbekanntes Gebiet. Also sie pushen jetzt durch zum Inhibitor mit dem Baron Buff. Sollten aber auch gleich Base gehen nach dem Inhibitor, denn da gibt es eine Menge Gold, was sie jetzt ausgeben können. Knock-up. Sie wollen den Fight natürlich nochmal nehmen, bevor Acadian da ist. Also in Unterzahl. Das ganze Looper mittendrin und Frog on a killing spree. Jetzt gibt es nochmal die saftige Kartusol drin. Und Lyra, Geschichte. Und Frog nicht mal gepunished dafür. Echo Fox 3000 Gold jetzt vorne. Aber wird später natürlich noch schlimmer mit der Katos-Ult.
Also hier jetzt der Moment, noch sind sie zu viert und du denkst dir, geil, engagen wir in der Überzahlsituation. Allerdings reicht der Schaden nicht, um Froggen hier rauszuräumen. Looper ist halt sofort drin. Man bekommt Ninja. Die Karte holt noch mit dazu. Und ja, letzten Endes auch Leader abgeräumt. Mein letzten Endes muss man ja auch sagen. Ja, ein Grund, warum Katos auch nicht gespielt wird, ist, du hast halt momentan in der Meta Redemption. Du hast Solarius in der Meta. Ja, Malzahar ist in der Meta. Das Ding ist aber, dadurch, dass Malzahar gespielt wird und so wie Haku halt Malzahar logischerweise baut, ja, gegen irgendeinen anderen Supporter hätte der Katos-Pick niemals funktioniert. So, wenn das Solarius Redemption ist, quasi Counter-Katos-Ult. Ein Grund mehr, warum dieser Pick halt einfach so verwirrend ist. So, jetzt die Top-Lane. Xerath nicht mit dem allerbesten Engage. Viel Damage jetzt auf ihn. Ninja kommt nicht in die Backline. Looper blockt das hier sehr, sehr gut ab. Hält beide beschäftigt. Man nimmt den Turm. Tankt da alles. Und das ist halt das Ding. Wenn du da nicht in die Backline kommst, Charm trifft nicht, Q trifft nicht. Dafür sehr wohl der Arrow auf Ninja. Sofort geht's drauf. Und das war's mit Ninja. Froggen jetzt on a Rampage. Haku chancenlos und jetzt pusht Echo Fox durch. Gleichzeitig die Supervasallen unten, Lyra und Apollo, müssen sich darum kümmern. Es dauert aber und in der Zwischenzeit nimmt der Nexus-Turm eine Menge Schaden. Top-Lane-Turm, Top-Lane-Inhibitor. 27 Sekunden noch, bis Ninja wieder da ist. Reicht das jetzt, um noch Nexus-Turm mitzunehmen? Und man muss fragen, warum eigentlich nicht? Geh doch mal rein, die Katos holt dazu. Zack. Erstmal den Damage raus. Looper allerdings hier mitgenommen. Dafür Xerath erwischt. Der hat allerdings Guardian Angel. Trotzdem, Nexus-Turm ist Geschichte. Jetzt Xerath auf Nummer 2. Lyra mit viel Schaden. Und reicht das? Reicht das für den Nexus? Es reicht. Nein. Ninja geht nochmal rein auf Froggen. Der ist tot, aber er hat ja noch die Passive. Und Triple Kill für Ninja hier. Währenddessen. Nee. Gerade so reicht's nicht. Ninja rettet gerade nochmal über die Zeit. Wir sehen es jetzt hier. Vielleicht ein bisschen sehr offensiv dann. Apollo kann da nochmal wegflashen. Katos wird vielleicht auch ein bisschen früh. Hätte auch noch machen können, wenn er tot ist. So, man bekommt beide Nexus-Türme. So weit, so gut. Xerath und Guardian Angel. Haku wieder da. Der erneut in den Kampf rein kann. Früh gestorben war. Man bekommt Lyra nicht. Jetzt geht man hier auf den Nexus, aber das Problem ist, Ninja kommt und holt sich erst Froggen, dann noch Gate und dann Keith. Gold Baron Powerplay. 8400 Gold. Das ist so unendlich viel. Trotzdem die Gesamtführung bei 4000 Gold, aber das ist nicht so sehr relevant. Ersten Quicksilver-Sheppen auch schon ausgebaut. Froggen mit dem Stundenglas, was zu erwarten gewesen ist. Und jetzt holt er nochmal ein bisschen Cooldown-Reduction mit rein. Was gerade ja bei so einem langen Cooldown wie der Kados Ultimate auf jeden Fall lohnenswert ist. Kann mir vorstellen, dass es einfach das Höllenzepter wird. Ja, zwei offene Inhibitoren. Der eine respawnt, aber vielleicht gleich schon wieder aus dem Weg räumt. Oder man geht einfach komplett auf den Nexus. Und da bekommt man Froggen. Der haut sofort die Ultimate raus. Und das sollte reichen. Apollo ist down. Und jetzt jumpt man da komplett durch. Nicht vielleicht das beste Ziel. Aber du musst ja auch irgendwie diese Schadenskill ausschalten. Und das ist halt ein Katos. Nexus down. Und der Katos-Pick jetzt mit 100% Winrate in der LCS. Das kannst du dir nicht ausdenken. Echo Fox mit dem 1-0 und das ist ein wichtiger Sieg. Auch wenn das Best of 3 noch nicht gewonnen ist. Einfach nur, um Team Liquid auf Abstand zu halten.
Die sind quasi unter Druck, das Best of 3 zu gewinnen. Aber ja, da pickst du mal einen Karthus. Aber wie gesagt, der Karthus-Pick ist halt wirklich nur möglich, weil sie einen Supporter gepickt haben, der kein Redemption und Solaris baut. Mein, überlegt euch mal, wie schwer es Karthus gehabt hätte mit Redemption und Solaris. Karthus drückt eher und der Supporter kichert sich einen ab, drückt seine zwei Items. Ja, gegen die Ultimate. Alle so, safe. So, Karthus im Late Game. Und dann dauert das Spiel natürlich. Ja. Envy hätte das Spiel eigentlich snowballen müssen, in dem Moment, wo sie halt in diesem Base Trade so früh den Inhibitor bekommen haben. Haben sie aber nicht. Sie haben es nicht geschafft, dieses Spiel zu snowballen. Und so länger das Spiel gedauert hat, desto besser lief es halt für Echo Fox. So, Froggen farmt einfach. Froggen ist, wie gesagt, wie so ein Staubsauger. Ja, der geht auf die Lane. Nimmt ja alle Vasallen mit. Gerade mit Karthus. Ja, ist einfach nur E und. Ja, der hat wieder einen Farm gehabt von weiß Gott nicht wie viel. Ja, und dann 1-0. Ja, der war ja auch zwei Level oder so zwischenzeitlich über Ninja, der da nicht so viel machen konnte. Gut, und wenn du dann im entscheidenden Teamfight zwar der Erste bist, der stirbt, ist das im Endeffekt auch egal, weil du bist halt Karthus so. Ja, du bist halt trotzdem noch im Teamfight drin. Durch deine Passive. Ja, drückst die R-Taste, reicht schon. Ach ja. Ja, und damit verdienter Sieg. Kann ich anders sagen. Der Karthus-Pick, dass der aufgeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er gebannt wird. Ich kann mir halt nur vorstellen, dass man vielleicht einen anderen Supporter noch hast. Aber gut. Das wird der nächste Streich sein. Ja. Redemption braucht zu lange. Das, ja, aber das Ding ist, du musst ja nicht Redemption aktivieren, wenn die Karthus-Ult kommt. So, du kannst ja vorher, du merkst, du bist low, aktivierst halt schon mal Redemption. Damit du halt gar nicht erst gegen die Karthus-Ult arbeiten musst. Ja, also, das müsst ihr überlegen. So, Solaris reicht halt, um Damage abzufangen gegen die Karthus-Ult, aber du merkst, du bist low und du spielst gegen die Karthus. Ja, ich meine, wo du woanders low auf der Lane vielleicht bleiben würdest oder so. Wenn du gegen Karthus spielst, machst du das ja nicht. Ja, du weißt ja, du spielst gegen den Karthus. Du weißt ja, wenn er seine Ultimate ab hat und du bist low, tötet er dich. Ja, was machst du also? Du machst halt das Redemption natürlich, bevor der Karthus seine Ultimate aktiviert. So. Ja, die braucht halt auch 500 Jahre. Ja, das haben gute Spieler schon drauf. Ja, und dann machst du noch Solaris. Alles ist super. Ja, ich meine, wie oft sehen wir Redemption eigentlich im Teamfight? Oder beziehungsweise wie oft sehen wir Redemption nicht im Teamfight eingesetzt, sondern nach einem Teamfight oder vor einem Teamfight? Ja, ganz oft, du willst einen Turm pushen, Redemption schon mal und dann weiter gegen den Turm. Ja, das sehen wir ja auch ohne, dass ein Karthus gespielt wird. So. Ja, nur mal so. Ja, also es ist, Redemption und Solaris ist quasi, ja. Aber Grund auch, warum Karthus eigentlich absolut nicht in der Meta ist, aber wenn dann Supporter da ist, der halt beide Items nicht baut, so, dann kann das funktionieren, wie wir gesehen haben. Nun gut, ja, das war das erste Spiel. Ich bin gespannt. Wie gesagt, für Envy geht es halt um nichts mehr. Ja? Für die geht es um gar nichts mehr. Trotzdem haben wir von Echo Fox die interessanten Picks gesehen. Was ist drin im zweiten Spiel? Wir werden es sehen. Bleibt dran. Ja? Und dann geht es weiter mit Echo Fox gegen Team Envy.
macht das wunderbar! Was ist denn da los? Was würdest du tun, wenn du die totale Kontrolle hättest? So, das sind wir wieder am Start mit Echo Fox gegen Team Envy und werden auch gleich durchstarten mit Spiel Nummer 2. Und ich sehe schon im Chat, der ein oder andere hofft hier auf den nächsten Cheesepack. Gut möglich, dass das hier auch so erfolgen wird. Denn wie gesagt, für Envy geht es halt um nichts mehr. Und Echo Fox, ja, die haben gerade eben schon gezeigt, dass man mit Froggen auch ein paar kreative Picks auspacken kann. Aber ich glaube nicht, dass es nochmal Katos wird. Also, wie gesagt, wenn es ein Supporter wird, der Redemption und Solaris bauen kann, ja, oder, ich meine, Saum der Finsternis ist halt eigentlich auch, oder Saum der Nacht ein Item, was halt sehr, sehr gut dagegen ist. Eigentlich ist Katos halt alles andere als Meta gerade. Es hat halt gerade nur deswegen auch geklappt. Also nicht nur deswegen, es sind so viele Gründe, warum Katos nicht klappt. Im letzten Spiel war es das halt. Na gut, damit jetzt aber Pick-and-Burn-Phase Nummer 2. Nicht vergessen, Kinas, ja? In 2 Stunden ist 3 Uhr. Caitlyn und Rumble. Und auch die Elise, also da bleibt man sich quasi treu. Talon nicht gebannt diesmal. Glaube ich aber auch nicht, dass man da unbedingt die Notwendigkeit sieht. Lulu bei Envy wieder First Pick. Es ist 61% Winrate, das ist halt, das ist heftig. Inkofox nutzt das Ganze aus, nehmen jetzt Ashe und Kha'Zix. Dann Rengar ist ja gebannt, Graves ist gebannt, Kha'Zix sieht man hier so. Und ja, wow. Okay, alles klar, Team Envy. Wie gesagt, für sie geht es halt um gar nichts mehr. Einfach mal Ziggs und Jayce jetzt noch auspacken. Es wird wahrscheinlich Ziggs AD Carry. Und Jayce ist technisch gesehen Flex Pick. Ja, diesmal gibt man Froggen die Ahri. Supporter haben sie noch nicht gepickt, deswegen gehe ich wahrscheinlich davon aus, dass Envy jetzt die Supporter bannen wird und Echo Fox, ja, geht wahrscheinlich, gute Frage, die Jungle Buns weiter an, genau, Lee Sin. Frage ist, was bannst du denn dann noch aus? Ja, genau, da kommt Karma. Gegen Lulu zum Beispiel könntest du gar keinen Kha'Zix picken, weil das wäre Selbstmord.
Nidalee noch. Dann bleibt halt echt nicht mehr viel übrig. Ich lege gerade Fieber. Sie bannen jetzt nochmal einen Singed. Okay. Das Singed-Bannen irritiert mich ein Stück weit. Nautilus ist noch offen. Midlane hat man schon gepickt. Ich würde jetzt erst den... Ah, vorbei. Sie picken den Shen. Ich würde gerade sagen, ich hätte jetzt erstmal den Supporter gepickt. Jetzt bin ich auf die Antwort von Envy gespannt. Gragas auf der Top-Lane. Und Jungle. Wobei, es kann Gragas Jungle sein. Stimmt, den hätte man vielleicht sogar vor Nidalee bannen können. Renekton. Ja, also Gragas Jungle, Renekton auf der Top-Lane gegen Shen. Und jetzt Echo Fox mit dem Support-Pick. Ich frage jetzt nur mit welchem. Ja, Bartbär. Machbar. Sie entscheiden sich für gute Syrah. Um dann so ein bisschen gegenpressuren zu können gegen Six, der einfach komplett die Lane reinpushen möchte. Generell gefällt mir eigentlich der, dass man da auf Gragas Renekton ausgewichen ist. Das gefällt mir sehr, sehr gut bei Envy. Frage ist, ob sie das umsetzen können. Sie haben durch den Jace-Pick auf jeden Fall und auch durch Renekton genügend physischen Schaden mit drin. Das ist natürlich, dass Echo Fox im Late-Game besser dasteht, weil sie so gesehen einen richtigen AD-Carry haben. Das ist nicht so, dass ein Six im Late-Game schwach ist. Aber AD-Carries greifen halt gerade im Late-Game dann auch über Crit, ja, wie eine Ashe. Noch ein Renekton hat es fällt im Late Game ab. Jace. So gesehen also muss Team Envy Druck machen. Die Möglichkeiten dafür haben sie. Frage ist nur, ob sie da das Spiel diesmal entsprechend beenden können. Late Game gehört ganz klar Echo Fox. Ja, und los geht's. Zweites Spiel, Team Envy gegen Echo Fox. Ninja mit der Läuterung gegen Ashe und natürlich auch gegen Yari. Geht jetzt schon sehr früh vier Mann Botlane. Vielleicht früh in diesen ersten Busch rein. Genau das passiert hier auch. Übrigens auch Frogn Day mitkommt. Allerdings ist das eine 3 gegen 4 Situation. Dann mal schön warten, bis da die Passive von Syrah kommt. Man sollte natürlich jetzt nicht in den Busch gehen, also keins der beiden Teams. Auch wenn es manchmal sehr, sehr verlockend ist. Vor allem, wenn wir folgen jetzt sowieso gerade Base geht. Na, hätte ja sein können, ne? Hätte ja klappen können. Hat man häufiger inzwischen, dass man da einfach mal so ein bisschen schaut. Will sich ja auch möglichst spät zeigen, um nicht zu verraten, wo der eigene Jungler startet, aber... Da sehen wir den Raptorenstart, ganz klassisch. Ninja hilft hier mal kurz aus.
Was heißt ganz klassisch? Also inzwischen ja Standard vielmehr. Und früh auch schon geböllert zu sehen. Auf der Botlane natürlich klar. Keith wird auch schnelle Tanzschuhe benötigen gegen den Six. Also kann mir vorstellen, dass er die Schuhe auch sehr, sehr früh einfach ausbaut. Und der Cadian eben, ja, der Duverstart. Über Gromp und Wölfe. Richtung Toplane unterwegs. Grüße von Ice und Sola. Ja, die nehme ich da natürlich gerne an. Also ihr habt den Kartos-Pick verpasst, wenn ihr gerade erst einschaltet. Ja, wir hatten tatsächlich einen Kartos auf Froggen. Und das hat funktioniert. Und wir haben gesehen, wie Team Liquid Platz 9 den Spitzenreiter TSM schlagen konnte. Ja, aber natürlich ja, sind die ja schon schneller fertig. Das ist ja, ne? Mori kriegt immer die langen Spiele, das ist immer so. Apropos lang, das wird nicht lang dauern. Der Gank gegen Seraph ergibt absolut Sinn. First Blood für Looper. Ja, es ist halt so. Renekton ist ein absoluter Lane-Bully und gerade deswegen wird man halt auch viel Top-Lane-Ganks sehen, wenn Renekton gepickt wird. Zum einen natürlich will Envy das Matchup weiter ausbauen. Ich meine, man ist dann auch vorne und man sieht dann mitunter auch Dives. Und auf der anderen Seite will natürlich Echo Fox Renekton klein halten. Ja, Looper steht auch noch ganz gut im Saft, hat Doran Schild. Seraph jetzt mit Doppel-Dorans auf der Lane. Teleport schon benutzt. Heißt halt im Umkehrschluss, dass Looper mit etwas mehr Gold auf die Lane zurückkommt, wenn er seinen Teleport nutzen wird. Erstes sinnvolles Item wird, also ne, Sonnenfeuerumhang hilft dir einfach gegen Renekton, hilft so ein Stück weit gegen zu pushen. Ich denke, da wird auch kein Weg dran vorbeifallen, weil gerade hier im Early Midgame sehr viel an physischer Schaden mit dabei ist. Ja, natürlich hat man noch einen Six, aber bis Looper da wirklich Berührungspunkte mit Six hat, wird es eine ganze Weile dauern. Zumal du ja auch langsamer levels als Midlane Six, weil du eben auf der Botlane bist. Das ist ja eigentlich auch der Grund, warum du Majors meistens auf der Mitte spielst, weil du halt diese Level-Skalierung halt mit drin hast. Six ist so ein bisschen deswegen die Ausnahme, weil du halt diese Turm-Pressure einfach hast, weswegen man ihn lange Zeit gesehen hat und hat dieses Meme AD Carry in 2K17 maßgeblich mitgeprägt. Ja, Ton ist leicht asynchron, das werden wir gleich mehr ändern. Das ist der Clean-Feed, der manchmal so einen kleinen Schluck auf hat, dann muss man den einfach mal neu laden. Das werden wir auch gleich tun. Sobald wir hier eine Situation haben, wo wir uns sicher sein können, dass nichts passieren wird, sind wir hier gerade nicht, weil Froggen gleich Level 6 erreicht. Zuvor Ninja allerdings nochmal mit dem Engage gegen Froggen zuvor. Oh, da ist gut Schaden mit drin. Hat jetzt aber auch keinen Mana mehr. Muss jetzt erstmal aufpassen, aber hat noch gut Kekse. Also wie gesagt, sobald sich die Situation ein bisschen entschärft, werden wir den Clean Feed refreshen und dann wird es auch ein bisschen besser ausschauen, was Synchronität angeht. Abgebrochen. Ich denke, ja, jetzt wäre die Situation doch ganz günstig. Ja, ich kann euch versprechen, ihr verpasst hier nichts. Wir laden nur gerade mal kurz den Clean Feed neu. Ja, einmal die F5-Taste gedrückt und dann sind wir schon wieder live im Spiel drin. So, zack. Und jetzt sollte diese Asynchronität auch aufgehoben sein. Aber wie gesagt, manchmal kriegt er so einen Schluck auf. So. Frage ist natürlich, wie es weitergeht.
So, weiterhin das Top-Lane-Duell. Seraph, der hier immer weiter gegen Looper reinpushen wird. Ja, bis dann wieder so ein bisschen die Jungle-Hilfe kommt. Er war immer noch nicht base im Übrigen, Looper. Also nach wie vor mit Doranz. Hält es hier offensichtlich sehr gut aus. Also ich meine, er ist im Farm jetzt nicht großartig hinten. Die Lane pusht halt rein, also er ist halt absolut nicht hinten. Seraph ist jetzt schon das zweite Mal base, was sicherlich ein Grund ist, warum Looper auch im Farm nicht hinten ist. Weil er einfach die ganze Zeit auf der Lane bleibt. Du hast halt ständig wirklich Wave Clear. Jetzt geht er das erste Mal Base, so wie es aussieht. Würde natürlich seinen TP nutzen können, weil er da die Ultimate und kann sich fast schon seinen Sunfire leisten. Gut, das erste Mal Base mit Sunfire wäre vielleicht ein bisschen utopisch. Gerade wenn Seraph immer mehr Items bekommt, würde er ihn irgendwann vielleicht einfach auch diven können. Vor allem wenn Lyra mit dazu kommt, also mit Gragas, sodass du irgendwann zwangsläufig Base gehen musst. Aber jetzt wird es nochmal angenehmer werden für Looper auf der Lane. Oh, der Escheron nicht getroffen. Aber zumindest den Red Buff erstmal hinausgezögert. Verhindert selbstverständlich nicht. Und ja, man sieht Looper, der macht das hier nicht schlecht gegen das Krokodil. Ja, versucht hier noch möglichst viel Schaden zu machen. Und da kommt eine Menge bei rum. Seraph aufgepasst. Nutzt hier seine Ultimate. Ja, klar, dass er jetzt erstmal wieder ein bisschen Leben dazu erhascht. Nichtsdestotrotz, ja, das war kein so schlechter Trade für ihn. Problem ist halt nur sein Wave Clear als Shen. Was jetzt mit Barmis Blutstein klar schon besser wird. Vor allem dadurch, dass Seraph jetzt auch nochmal Base geht. Also er wird jetzt die Lane wahrscheinlich reinpushen und dann nochmal Base gehen. Mit Sunfire dann wiederkommen. Wobei, ich weiß gar nicht, ob es dann für Sunfire schon reicht. Sehr oft ein bisschen langsam und start durch Doppel-Dorans nicht zuletzt auch. Ja, und so plätschert das Spiel so ein bisschen vor sich hin. Tief mit Dinges gestürzten Königs. Wir sehen es momentan immer häufiger, seitdem ja tatsächlich so zwei Werte quasi getauscht worden sind. Ist das Item auf einmal so viel besser. Einfach weil es halt mehr AD gibt und deswegen auch für eine größere Bandbreite an AD Carries plötzlich interessant ist. Ja, aber so warten wir auch noch auf den ersten Turm, der fallen wird. Mit dem Six bist du in der Lage, so Türme sehr schnell einzureißen, aber da musst du erstmal bis an den Turm kommen. Letzten Endes, und wie gesagt, Echo Fox hat hier klar die besseren Karten, wenn es ins Late geht. Mit dem Raum. Ja, und so einfach sieht Wave Clear bei Six aus. Ja, der drückt eher. Wobei, ja, ich meine, Ultimate zum Wave Clear ist natürlich auch schon so eine Sache. Aber nun gut. Acadian. Ah. Hatte ich gedacht, dass Ninja ein bisschen schärfer abbiegt zum Turm. So musste er ja quasi nicht mal sidesteppen. Man merkt aber durchaus, also der Ari-Pick funktioniert zwar, hat aber durchaus Probleme mit diesem Jace-Poke. Strong-Spiel ist aber nicht schlecht. Jetzt der Engage! Ah, Syroad braucht einfach so viel, 1000 Jahre, bis sie hochkommt. Aber Apollo, beide Summoners raus und damit Echo Fox hier weiterhin im Vorteil auf der Botlane. Es ist halt schwierig für den Six gerade. Vor allem, denke ich, der Syra-Pick war hier nochmal ein ganz, ganz wichtiger, weil du einfach so viel Pressure noch bekommst. Der Großteil der Pressure, den bekommst du einfach über den Supporter. Jetzt aber Frog mit dabei und der schnappt sich hier. Haku geht in den Dive noch gegen Apollo und Keith mit dem Kill. Aber Lyra sorgt zumindest für den 2-1-Trade. Seraph mit dem Teleport. Man hat noch Looper, der hat seine Ultimate auf Cooldown. Könnte also nicht dazukommen gerade. Ja, und natürlich Ninja, was macht der? Er nutzt jetzt gerade die Abwesenheit von Froggen, pusht die Midlane. Als Jace bist du unglaublich schnell darin, Türme zu pushen. Froggen einmal nicht da, halbe Leben weg. Acadian mit dem Jump. Er ist nicht der Einzige, der jumpen kann. Hier nochmal die Situation. Akku abgeräumt, da alles super. Und dann geht Froggen ein bisschen zu deep und Lyra ist halt sofort da. Knallt ihn da gegen den Turm, hat halt keine Chance.
Das ist das Ding. Also gerade zum Beispiel in Korea, ja, oder grundsätzlich solltest du halt immer so spielen, als käme der Jungler gerade um die nächstbeste Ecke. Weil er hat einen Kill bekommen. Ist aber eben auch selber dabei gestorben. Aber wie gesagt, gerade der erste Kill. Trotzdem gut für Echo Fox, einfach weil sie sowieso nicht so den Druck haben wie Envy. Wobei technisch gesehen schon, dadurch, dass halt Envy, wie gesagt, einfach nichts mehr zu verlieren hat. Also für Envy ist halt komplett egal, wenn sie hier gewinnen, wenn sie hier verlieren. Es macht keinen Unterschied, sie sind festgetackert auf den letzten Platz, das wird sich nicht mehr ändern können. Und für Looper auch kein so unangenehmes Matchup wie vielleicht für manche anderen gegen den Renekton. Er hat auch sein schwarzes Beil noch nicht fertig. Das ist für ihn auch nochmal schön. Ja, er dafür sehr wohl sein zum vollen Mangel. Das heißt, da ist noch nicht das Rüstungsschreddern angesagt. Ja, und auch so eine Zyra-Pflanze kann sehr nützlich sein gegen den Jace, wie wir sehen. Einfach mal diesen Jace-Poke ablocken. Sucht kurzzeitig mal den Engage gegen Seraph und macht halt echt keine schlechten Trades. Beim Grasswolf und dahin hilft hier sicherlich. Läuterung gedrückt von Ninja. Kana mit Leben hat. Oh, schön gemacht, Looper. Backport mal eben abgebrochen. Ja, und wer hätte gedacht, dass das Krokodil hier so Probleme hat gegen den Shen? Was man jetzt sogar macht, ist interessanterweise Frong im Split-Push schicken. Wobei sich mir die wahre taktische Vielfalt da nicht ganz so offenbart. Also man hat da Frong, klar, der ist zwei Level über Apollo, logischerweise, weil Solo-Laner. Man hat dafür Keith und Gate auf der Midlane, die pressuren sollen. Envy reagiert auch sofort, also sie schicken jetzt Apollo und Haku. Ist sowieso interessant, dass man jetzt sofort schon da diesen Trade mitgeht oder überhaupt. Da ist ihm noch keine Türme gefallen. Normalerweise ist diese Rotation echt erst in dem Moment, wo der Botlane-Turm gefallen ist, währenddessen Looper immer besser in diesen Trades wegkommt. Und man merkt halt einfach, er hat sein Item fertig, Seraph halt nicht. Und diese Rüstung, grundsätzlich diese Tank-Items helfen dir, sind so kosteneffizient. Immer wieder bricht er seinen Backport ab. Das ist, nennen wir es, unglücklich für Seraph. Er wird nicht unbedingt Kill-Pressure haben, also dafür hat auch Renekton zu viel Sustain und so. Er hat auch seinen Flash-Up und alles. Also es ist halt schon, sagen wir, unangenehm. Malupa eben auf diese Weise es tatsächlich schafft, rein zu pressuren gegen einen Renekton. Gut, Schuhe werden Ninja-Tubbies, also es ist halt echt gut physischer Schaden dabei bei Envy. Wobei also mit Gragas und Six, also sie haben schon guten Damage-Split, gar keine Frage. Drache wird weitestgehend ignoriert. Es ist auch einfach ein Wolkendrache. Also keiner interessiert sich da wirklich für den. Vielleicht jetzt mal mit Envy die runterrotieren. Links auch Arcadian in der Nähe. Also man könnte durchaus kollapsen. Da wird auch fleißig gepinkt. Arrow trifft nicht. Sind nicht die besten Arrows bisher. Wobei auch immer über eine große Distanz geschleudert. Und ihn da zu treffen ist auch ein Stück weit Glückssache. Weil du halt predikten muss, wo der Gegner
in den 100 Sekunden, die der Arrow braucht, stehen könnte. Ja, und das war's, der erste Turm. Ja, dank an Six. Einfach mal den Turm exekuten. Damit die erste Turmgoldprämie für Envy. Vorbereitet auch eben durch Ninja. Ja, nicht zu vergessen eben diese Roam, wo Ninja mit Jace einfach sehr schnell den Turm bekommen hat. Aber darauf ist Envy auch ausgelegt. Also Envy ist mit Jace und Six töten die Türme einfach unglaublich schnell. Aber sie müssen, also sie haben halt eine Comp, die vor allem im Midgame spiked. Und sie hatten schon im letzten Spiel gezeigt, dass sie Probleme haben, das irgendwie umzusetzen. Ja, ich meine, nach 17 Minuten den ersten Turm ist nicht gut für eine Combo, die im Midgame spiked. Jetzt hat man sich mal den Wolkendrachen noch geholt bei Echo Fox. Ja, was soll man auch sonst gerade machen? Und sowieso ein Froggen-Team, was halt nicht auf Late Game spielt, ist es ein bisschen ungewöhnlich. Natürlich, dass Froggen jetzt nicht so unendlich viel Farm hat, aber wie gesagt, gegen diesen Chase Poke ist das nicht so, nicht so einfach gerade. Einfach mal reinpushen. Es wird sowieso die ganze Zeit so laufen. Also was Turmpressure angeht, steht Envy ziemlich gut da. Mit Six und Jace. Und wenn Echo Fox in den Teamfights meines Erachtens besser aussehen wird. Und ich finde auch der Shenpick macht eine sehr, sehr gute Figur. So, aufgefrost. Froggen mit seiner Ultimate kann er halt verhindern, dass er reingeschleudert wird, sondern stattdessen sogar fast schon gerettet. Aber Apollo aufgegabelt, das war's für ihn. Ah, da nützt auch der Wildwuchs nichts mehr. Das heißt, da fehlt jetzt hier der Wave Clear in der Mitte und Echo Fox kann den Turm nehmen. Ah, das sollte mit der Ash hier schnell genug gehen. Und damit sind sie goldtechnisch jetzt vorne. Pushen auch weiter. Botlane, in der Zwischenzeit vor allem Ninja, pusht die Botlane. Das heißt, sie sind jetzt dabei, die Midlane zu pushen. Aber Lyra ist halt da. Und so bleibt es halt ein 1-zu-1-Turm-Trade. Klar, der Midlane-Turm ist wertvoller, aber Envy hat den ja auch schon. So gesehen, jetzt die Rotation also Richtung Top. Um vielleicht auch da dort noch einen Turm zu bekommen. Seraph steht da und der ist noch komplett voll im Saft. Also ich denke, hier ist kein weiterer Turm so schnell mehr möglich. Aber auch hier wieder, ja, gut für Echo Fox. Ja, Spiel dauert länger, sie sind halt immer noch gleich auf, sie sind nicht hinten. Und das reicht im Prinzip auch gerade. Ja, das reicht. Nur nach hinten fallen dürfen sie nicht, weil dann kann Envy jetzt tatsächlich anfangen zu snowballen. So, jetzt Strong angegangen, flasht hier Six Ultimate, trifft nicht. Looper ist mit zur Stelle und plötzlich hat man das 2 gegen 2. Und mit dem Turm im Rücken gegen Lyra noch. Ja, das war gut gemacht von Froggen. Vor allem wichtig war es hier auch zu flashen und nicht von der Six-Ult getroffen zu werden. Ja, und damit die Idee von Envy zwar ganz gut, da den Catch zu landen. Ging das Ganze nach hinten los. Kaden auf der Botlane. Nächster Turm für Echo Fox. Damit also 2-2. Immer noch ein sehr, sehr offenes Spiel. Es werden die Teamfights entscheiden, höchstwahrscheinlich. Ja, wie so oft. Aber wie gewonnen, so Ceron. Ja, bekommen einen Turm, verlieren einen Turm. Wenn das jetzt so weitergehen würde, würde Envy das Spiel gewinnen, weil sie einfach schon einen mehr haben. Aber das ist sehr unrealistisch. Flash von der Kuh und ein bisschen Overkill von Echo Fox. Also Zyra E. Charm und auch Ash Arrow gehen halt alle in die gleiche Richtung, sodass du halt mit einem Flash alles dodgen konntest.
wäre natürlich ein bisschen verteilter besser gewesen, aber in solchen Momenten ist es nicht ganz so einfach mit der Absprache. Also wenn zumindest einer einen Flash predicted hätte. Etwas mehr als eine Minute noch zum Bergdrachen und der ist interessant, vor allem für beide Teams. Ja, du bist super schnell an den Objekten mit Ash, aber wie schon mehrfach dargelegt, Envy eben auch. Und dieser Effekt wäre mit dem Bergdrachen auf jeden Fall verstärkt. Dass ich davon ausgehe, dass wir in einer Minute so den Zug Richtung Botlane haben werden von beiden Teams. Ja, wahrscheinlich schon ein bisschen eher. Es gilt ihn vorzubereiten. Problem ist nur, wir sind schon in der 23. Minute, also das Spiel geht schon ein ganzes Weilchen. Und der Baron ist ab. Das heißt, auch den kannst du nicht ignorieren, weil beide Teams auch sehr schnell den Baron nehmen könnten. Na, wer das Spiel TSM gegen Team Liquid gesehen hat, ja, auch da kann man gestandene Teams wie TSM immer wieder mit überraschen. Deswegen braucht man die Vision. Looper sogar mit dem Tiamat nochmal zwischengeschoben. Um einfach, was Wave Clear geht, noch weiter zwischenhalten zu können. Ja, einfach nur, er muss ja einfach nur den Renekton Split Push aufhalten, das reicht ja dann im Prinzip schon. Wir sehen es, Envy ist als erstes da, Arrow trifft Lyra. Ja, der ist allerdings tanky. Jetzt Looper, der reingeht, will in die Backline mit dem Flash. Die Frage ist, kommt man danach? Gute Six Ult. Und auch das Gragas fast nicht ohne Looper abgeräumt. Also da wollte Echo Fox zu viel. Froggen abgeholt, Gate abgeholt, Double Kill für Ninja. Und das hätte ihr nicht passieren dürfen. Richtig stark gemacht von Apollo und auch von Lyra. Und das ist der Bergdrache für sie. Das ist der erste wirklich spürbare Vorteil jetzt mit dem Gold, mit dem Bergdrachen und mit letzteren bist du ja auch in der Lage, noch mehr zu holen. Sie wollen jetzt, sie picken den Baron. Acadian allerdings noch am Leben. Es gilt, ihn hier rauszuhalten. Ja, wenn du schaffst, hier Acadian wegzusohnen, dann hast du auch den Baron und dann, ja, dann ist ja alles möglich, auch das 1:1. Heath mit am Start. Man hat noch ein Control Ward, um hier im 2-2 Vision zu haben. Ja, aber da geht in dem Moment Ninja raus. Der sucht hier Acadian. Rein geht's. Aber man kann sich den Baron sichern. Acadian rausgeholt und Envy jetzt absolut oben auf. Das hätte halt echt nicht passieren dürfen. Und Keith auch noch. Oh. Damit jetzt Envy, damit müssen sie jetzt wirklich dieses Spiel komplett snowballen. Also das war ein Teamfight, den hätte Echo Fox am liebsten vergessen. Mit Arrow halt zwar ein Ziel getroffen, so weit, so gut. So, aber jetzt geht Looper super offensiv rein. Wird aber sofort angegangen, sein Team kann halt nicht jetzt voll. Und jetzt die Six Ult. Trifft halt drei Mann, die Gragas Ult. Und dann sind sie so zerstreut, Ninja kommt mit dazu, das heißt nur noch aufräumen. Schau immer den Damage an von Apollo. Aber ich meine, wenn du so eine Ult setzt, dann ist das nicht verwunderlich. Aber auch Lyra. Gragas ist momentan auch so ein starker Pick. Die Frage ist halt wirklich nur, ob Envy es schafft, das jetzt mal über die Runden zu bringen. Weil das ist ihr Problem. Sie waren auch im letzten Spiel zunächst vorne. Und in dieser Spielphase muss Envy auch vorne sein mit ihrer Teamcomp. Ja, sie spiken, also sie sind jetzt gerade stark. Sie werden nicht mehr sehr viel stärker werden. Im Vergleich zu Echo Fox natürlich. Ja, immer im Vergleich sehen. Aber 5000 Gold ist etwas, womit man was anfangen kann. Arrow treffen könnte allerdings auch helfen.
Turm wird fallen, Ziggs holt auch noch, Keith ist quasi raus. Genauso wie Kaden hier. Noch anderthalb Minuten fürs Baron Powerplay und das wird ein gutes Baron Powerplay. Wird das der Ausgleich? Es sieht alles danach aus. Es sieht nach einem Ausgleich aus. Und dabei lief es die ganze Zeit so gut für Echo Fox hier. Weil sie hätten einfach nur nicht fighten sollen. Einfach nur nicht fighten. Das hätte alles schon, das hätte schon gereicht. Gut, hinterher ist man natürlich immer schlauer, aber wenn man es jetzt noch schafft, so das Spiel so 20 Minuten hinzuziehen oder auf den Fehler von Envy zu warten. Ja, weil das Problem, was Envy haben würde, wäre, ja, dass es schwierig ist gegen einen Tank, ja, weil sie keinen wirklichen AD Carry haben im Late. Nächster Drache ist im Übrigen wieder ein Bergdrache. Das kommt Team Envy hier sehr entgegen. Also einfach, weil sie jetzt sehr weit vorne sind. Ja, und Bergdrachen auf diesem Team, ja, mit Ziggs, mit Jayce, ein Bergdrache ist halt einfach GG. Ja, das ist GG. Wir müssen alles an Gold mitnehmen, was sie kriegen können. 6000 Gold, 6500 Gold hinten. Das ist fast ein 6000 Gold Baron Powerplay. Können wir aufrunden. Und das bin in so kurzer Zeit. Aber das zeigt halt auch, auf was für ein Niveau wir hier spielen. Ja, auch wenn es wirklich Platz 8 gegen Platz 10 ist, was wir hier sehen. Ja, ein Fehler, der sofort bestraft wird. Ein schlechter Teamfight und das Spiel kann dadurch gegessen sein. Aber wenn jemand Erfahrung hat, Spiele in die Länge zu ziehen, dann ist es Froggen. So gesehen würde ich hier jetzt noch nicht das letzte Wort als gesprochen empfinden. Auch wenn es für Envy sehr, sehr gut aussieht gerade. Ja, weil, wie gesagt, das ist so ihre Spielphase gerade. Jetzt sind sie stark. Ja, aber auch im letzten Spiel hatte Envy zunächst vorgelegt, was Türme angeht. Also das dürfen wir nicht vergessen. Nur, dass Echo Fox bei weitem nicht so weit hinten war, was Gold angeht. Bei weitem nicht. Zweiter Bergdrache für sie. Es ist 20% absoluter Schaden gegen Objekte. Ja, 20% mehr. Und so ein Ziggs macht halt schon so unendlich viel Damage. An Türen. Nächstes Item sollte aber auf jeden Fall Lernstab sein, weil sonst wird es halt echt schwierig. Also sonst wird Looper unsterblich sein. Also
6 Sekunden noch bis zum Baron. Warum auch nicht? Du hast die Gragas Ult, womit du den Gegner wegschleudern kannst. Du hast halt alle Möglichkeiten. Du bist stark am Pit. Ich zuletzt auch dann für 6 Bombe Arrow wieder mal daneben. Schwierig, die zu treffen, aber man bekommt Haku, bevor hier überhaupt irgendwas passiert. Aber Polo dafür Gate. 6 Bombe dafür aber auch raus. Oh, Lyra, du solltest hier nicht sterben, weil wenn du raus bist, dann kannst du die Baron-Pläne auf jeden Fall begraben. Sehr oft nutzt die Zeit und räubert im gegnerischen Jungle. Und Acadian, oh, der flasht hier noch, was ganz wichtig ist. Aber wenn er jetzt hier stirbt, dann ist es der Safe Baron. Aber das war's für ihn. Looper zwar nochmal mit der Ultimate dazu, aber ja, er kann ihn hier trotzdem nicht retten. Ja, und warum Baron? Jetzt können wir auch den Turm pushen. Haben momentan die Überzahlsituation alle Mann da und versucht das jetzt hier nach Kräften zu verhindern. Flash weg. Six Bomben stehen da. Seraph abgeräumt, aber das ist Six. Six guckt sich einen Turm an und sagt, du bist tot. Und da ist er tot. Ja, 3, 2, 1. Und weg ist der Turm. Sofort die Rotation Richtung Baron. Acadian hat noch 5 Sekunden. Ach, Wahnsinn. 2 Bergdrachen. Zack, weg. Nächster Baron. So, immerhin Lyra aufgegabelt. Lyra abgeräumt. Schwacher Trostpreis. Aber zumindest, und so muss man sehen, einer weniger mit Baron Buff. Sind 9000 Gold. Und wir sind jetzt 3 Minuten fürs Baron Powerplay. Echo Fox hat die Lanes jetzt rausgepusht, um natürlich Envy erstmal aufzuhalten und zu verzögern. Also länger das Spiel geht, desto besser für Echo Fox auch, weil der Goldunterschied irrelevanter wird. Noch ist er halt definitiv da und mit 10.000 Gold echt ordentlich. Aber man sieht eben schon, Ninja wird nicht mehr stärker werden. Ninja ist jetzt Full-Item-Build. Er ist ein komplettes Item dem Froggen voraus. Ja, aber wie gesagt, heißt halt, er wird nicht stärker. Froggen wird noch stärker. Und genauso geht es halt auf den anderen Lanes auch ab. Ich denke, Looper wird sich jetzt auch nochmal einen Schutzengel holen. Hat Solaris, Quecksilber-Scheibe für Keith. Auch wichtig. Aber hat Envy hier, also das Ding ist halt auch, dass Envy nicht so oft den Genuss kam, Spiele zu beenden, sondern meistens war es halt umgekehrt, Spiele wurden gegen Envy beendet. Und das ist ein großes Problem, was schlechtere Teams haben und warum die Spiele dann meistens auch sehr lange dauern gegen sie, weil sie sich sehr schwer tun, Spiele zu beenden. Sie haben aber alle Mittel dafür. Wir sind dabei, diesen Hibitor zu nehmen, der ist nicht mehr zu vorbei, wenn man jetzt fightet, der Arrow auf Seraph zunächst. Aufgepasst, eine Menge Schaden, die Six-Bomben wieder. Einfach die Six-Bomben, diese Backline zerstören. Das war's für Looper und das ist halt eine Frontline hier. Six-Bomben zerstören die Backline. Das ist so viel Damage auf die Squishies und das ist Nexus-Turm Nummer 1. Man arbeitet gerade Nummer 2. Echo Fox hat gerade keine Antwort dagegen. Vor allem auch in der Unterzahl nicht. Wer soll den Damage denken? Wer kann? Froggen versucht es hier mit der Ultimate. Ja, letzte verzweifelte Aktion. Aber ich meine, du musst ja jetzt anfangen zu verteidigen. Das ist der Turm. Six sagt Tschüss. Und das war's. Das ist der Ausgleich. Das ist das dritte Spiel. 1-1. Ist natürlich so, ne? Ja, wenn der Mori castet, dann ist ja immer 3 Spiele.
Da hat er einfach immer Glück. Ja. Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Du weißt nicht, was du bekommst. Ja, außer bei Mori. Da weißt du, das werden 6 Games. Sehen wir nochmal einen Katus. Ja, all das ist denkbar. Wie gesagt, Envy hat halt echt nichts mehr zu verlieren und Echo Fox muss eigentlich gewinnen, ja, weil sonst Team Liquid nochmal angreifen kann und ihn... Ich meine, Echo Fox hat kein Spiel mehr. Ja, Team Liquid kann morgen nochmal gewinnen, dann ziehen die vorbei. Ja, dann ziehen die vorbei. Das ist so. Insofern, ja, Echo Fox jetzt unter Druck. Das Spiel gerade eben, das war ein dicker Fehler am Drachen, der das im Prinzip komplett entschieden hat und dann... Ja, da hast du einen 6000 Gold Baron Powerplay. Ja, da hast du nochmal den Baron. Du hast auch vor allem, hat da alles in die Karten gespielt für Envy. Auch die beiden Bergdrachen. Ja, besser hätte es gar nicht laufen können. Ja, wenn das nicht zwei Bergdrachen gewesen wären, dann wäre es vielleicht nochmal anders ausgegangen. Aber zwei Bergdrachen sind halt auch nochmal krass. So, Kinders, ne? In einer Stunde und 20 Minuten ist 3 Uhr. Wir ziehen heute bis 3 Uhr durch. Ja, vielleicht nicht ganz so lang, aber wenn ich zu Hause bin, ist es bestimmt 3. Gut möglich. Sehr gut möglich. Also, ihr Lieben, bleibt dran. Ja, wir werden nämlich jetzt nochmal in eine letzte Pause gehen. Ja, es ist tatsächlich die letzte Pause. Und dann in ein letztes Spiel. Ja, wenn ihr jetzt noch nicht eingeschlafen seid, dann zieht er durch. Ja. Wir ziehen durch. Wie ihr schlaft jetzt ein. Ah, dann bin ich aber sauer. Bis gleich.
Ist dunkler, warum wir heute hier sind? Seit ich hier bin, ist AMD mit der LCS-Übertragung sehr, sehr zufrieden und deswegen haben sie uns hier so eine kleine Belohnung geschickt. Was hast du denn da gemacht? Mir gefallen. Klasse. AMD hat uns als LOL-Experten und Niklas das neue League-Beschwörer-Zauber-Device zugeschickt. Wir sind die Glücklichen, die das Ganze testen dürfen. Und was soll uns das bringen? Funktioniert das überhaupt? Funktioniert das wirklich? Niklas. Okay, Karl. Ich kann wieder sehen! Danke, Karl! Wie ihr seht, Kinder, das Ding funktioniert. Bedient euch. Das funktioniert wirklich! Was würdest du tun, wenn du die totale Kontrolle hättest? So, da sind wir wieder am Start für euch mit der NALCS und wir haben natürlich noch ein drittes Spiel, ja, volle 6 Games. Wer mag das nicht? Ja, wir haben damit also die Chance, dass wir hier bis 3 Uhr nachts machen. Dank der Zeitumstellung. Ja, und was ihr natürlich auch nicht vergessen dürft, es ist ein Spiel, in dem wir interessante Picks sehen können. Ja, ich bin fast sicher, dass jetzt gleich nochmal ein Pocket-Pick kommen wird. Ja, aber auch nur fast. Das wird schon passieren. Bin ich mir fast sicher. Wie gesagt, fast. Alter, die Waldfee. Es ist immer so. Immer wenn ich caste. Ja, das ist halt so irgendwie. Ich weiß nicht, ich bin so der Game-Magnet. Ja, die anderen. Vor allem. Dann suchst du dir die Streams aus, teilweise, wo du denkst, da bist du schnell zu Hause oder das wären 2-0s oder so. Ja, vor allem an den Tagen, wo ich halt so richtig lange im Büro bin. Und dann sagen alle, ach, das wird easy, das wird da 2-0. Nö. Ja. Nö. Ja, bei mir gibt's immer die volle Schlagdistanz. Ja, das ist meine Passive. Volle Games. Für den vollen Cast. Ja, und jetzt in die Pick-and-Burn-Phase. Ja, damit also Rumble und Caitlyn für Echo Fox gebannt. Generell Rumble momentan sehr oft gebannt, ebenso wie Caitlyn. Wo ich ehrlich gesagt erst will höher einschätzen würde. Und Six bann. Ja, weil ja, Apollo hat richtig stark gespielt mit Six. Also insofern kann ich das verstehen. Heißt, Malza zum Beispiel offen, Lulu offen, Bice kann man first picken. Lulu allerdings momentan absoluter Gott-Tier-Pick. Mir entscheidet sich entsprechend für Varus und Elise ist offen. Lyra hat bisher eine starke, also wir haben gesehen, Elise war
Permaband quasi gegen ihn in dieser Serie. Jetzt zum ersten Mal ist sie verfügbar und deswegen auch sofort gepickt. Und Lyra hat starke Spiele auf ihr gehabt in diesem Split. Komm, tu es Nocturne und die Leute würden feiern. Nocturne wäre echt schön. Nidalee, na, das Ding ist, die kleinen Spinnlein blocken ja dann doch den Nidalee-Speer. Man sieht Acadian dafür mit Lee Sin. Und der Ashe. Denke auch, Envy wird sich jetzt für einen Supporter entscheiden. Oder wahlweise für die Toplane. Nautilus zum Beispiel wäre offen. Nein, man nimmt den Jace wieder. Gut, das heißt, zweite Bannphase. Band jetzt den Victor weg gegen Frog. Generell die Midlane-Bans, logischerweise, wenn man den Jace schon genommen hat. Auf der anderen Seite. Ja, natürlich die Support-Buns, logischerweise. Klar, ja, man hat den Support schon gepickt, der Gegner nicht. Malzah und Syrah. Beides so in diesem Split. Sehr starke Supports sind immer noch dabei. Ja, Team Envy jetzt mit Thresh, okay. Thresh ist ungewöhnlich, allerdings jetzt noch nicht so eins, so ein Pick, wo ich sagen würde, wow, geil. Aber den Toplane-Pick, den haben sie noch offen. Da will ich was Geiles sehen, Freunde. Ja? Pick doch mal eine Fiora oder so. Das wär's doch. Pick doch mal Tab Kench. Solo Q. So, Echo Fox jetzt mit der Antwort. Nautilus auf der Top. Renekton wäre offen und wäre ein guter Pick. Ah, das wird wahrscheinlich so ein langweiliger Renekton. Aber was machen sie auf der Midlane gegen Jace? Vladimir. Stimmt, der ist ja auch noch. Ja, Vladimir, super. Ja, was ist gut gegen Poke? Sustain. Was hat Vladimir? Sustain. Ja, was ist gut gegen All-In? Escape. Was hat Vladimir? Escape. Ja, was ist gut gegen Damage? Tankiness. Was hat Vladimir verhältnismäßig für den Midlaner? Tankiness. Ja, insofern, schöner Pick. Auch wenn natürlich der Jace mehr Lane Pressure hat. Ohne Scheiß, Envy. Ihr hättet doch mal so einen richtig geilen Pick auspacken können. Ist doch eh egal. Ja, aber schade. Machen sie nicht. Ja, die trauen sich nicht. Die Lappen. Nur gut, damit startet unser drittes Spiel. Ich muss sagen. Aber mir gefällt das von. Also durch den Vladimir-Pick gefällt mir das Echo Fox-Team sogar besser. Ehrlich gesagt. Das Ding ist halt nur, wie viele Ash Arrows werden diesmal treffen. Also im letzten Spiel waren das halt echt nicht so viele. Ja, und Maokai genaute das. Ja gut, das ist halt wirklich so. Ja. Es sind zwei Tanks. Auf der Lane, aber da hätte doch mal hier, ne? So eine Fiora, bitte. Ich meine, klar, ist natürlich schwierig. Also ein Teamfight nicht so gut ist. Aber ich. Oder ein Renekton hätte mir jetzt auch besser gefallen. So werden wir die Gangs wahrscheinlich am ehesten auf der Botlane sehen. Also zumindest seitens Team Envy. Warum, erkläre ich euch gleich. So, und damit geht's los. Echo Fox gegen Team Envy. Spiel Nummer 3. Und ja, wir sehen wahrscheinlich hauptsächlich die Gangs von Lyra auf der Botlane. Ja, folgende Bewandtnis. Midlane kann Froggen halt einfach W drücken und ist quasi safe.
Ja, und Looper, Seraph, das ist halt ein Tank-Duell. Zusätzlich ist Nautilus relativ mobil. Klar, ja, zu Beginn ist da auch noch was möglich. Ja, wenn du einen Kokon triffst. Aber der Fokus eher auf der Botlane, weil du hast halt einen Thresh. Ja, du hast damit also schon mal einen Hook-CC, einen Follow-Up-CC zu dem Kokon oder vielleicht einen Initial-CC. Und du hast ja den Varus, der über eine große Reichweite agieren kann. Insofern wird das halt alles Sinn ergeben. Auf der anderen Seite Echo Fox wahrscheinlich eher mit den Gangs Midlane und natürlich auch entsprechend gegen die Botlane. Wobei gegen die Botlane schwierig ist, weil du hast halt einen Thresh und Thresh mit der Laterne sichert dich auch nochmal gut ab. Ja, das stimmt natürlich. Wenn das Spiel jetzt noch 61 Minuten geht, also 61 Minuten ab jetzt, dann sind wir um 3 Uhr durch. Und dann haben wir wirklich einen Zeitsprung drin. Ja, alle nicht vergessen, immer schön die Uhren umstellen. Trotzdem hast du zunächst mit Lulu Ash einfach mehr Pressure als mit Varus. Thresh! Und dann kommt der erste Gank! Aber sofort muss er auch wieder zurück. Ninja mit dem Flash. Aber Acadian eben ohne. Konnte man sich hier zurückziehen. Eieiei, Keith auch geflasht. Das Ding ist, so ein Thresh heizt ja auch gut ein, wenn du in Reichweite stehst. Keith an der Stelle zu offensiv. Aber sie haben das Level 2 als erstes und jetzt geht's in die andere Richtung. Ignite auch von Gate jetzt raus. Also nennen wir es einfach mal fröhliches Summoner-Tauschen auf der Botlane. Nur das Ding ist, dass man bei Echo Fox halt echt aufpassen muss aufgrund der Elise-Gangs. Infolgedessen Keith auch schon. Wow, okay, das ist interessant. Keith super early base mit einem wiederaufladbaren Trank auf dem AD Carry. Das sieht man halt auch echt nicht alle Tage. Vor allem erstmal mit 7 CS Base und dann diesen wiederfüllbaren Trank. Das ist so ein Base, den du eher auf der Toplane erwarten würdest. Verpasst dadurch aber auch eine ganze Menge CC. Also das ist, sagen wir, unglücklich gelaufen. Probleme. Also ich meine, Heal hätte er noch gehabt, aber Flash halt nicht mehr. Das heißt, ein Hook und er wäre Geschichte gewesen. Was später sowieso so der Fall sein wird. Führt halt dazu, dass Apollo jetzt schon doch gut den Farm vorne ist. Und vor allem, er hat halt noch jede Menge Kekse. Nicht zuletzt auch, weil er mit dem Langschwert gestartet ist und damit 3 Kekse hat, während Heath halt mit Dorans und einem Heiltrank nicht ganz so viel Sustain hat. Aber ja, ich würde sagen, da ist die Lane eher suboptimal verlaufen. Aber das muss ich Keith selber zuschreiben, weil er vorhin, als er dann angegangen worden ist von einer Kuh, einfach viel zu offensiv auch stand. Im Endeffekt. Und das wird dann gerade von einem Thresh sofort bestraft. Lane pusht gerade rein so ein Stück weit, deswegen er wird sie halt nicht lange da freezen können. Aber erstmal genießt er die Ruhe hier. Aber Acadian, wie gesagt, eher mit dem Midlane-Fokus. Sollte auch in naher Zukunft nochmal wiederkommen, weil Ninja eben kein Flash mehr hat. Ja, und gerade mit dem Vladimir wärst du auch gut darin, zum Beispiel zu diven, aber dafür hat Ninja noch zu viel HP. War ja quasi gerade erst Base.
Fron geht da wesentlich später base mit deutlich mehr Gold im Ring. Man kann sich infolgedessen nicht nur die Schuhe, sondern auch den Hextech-Revolver leisten. Im Gegensatz zu das Ninja. Ah, der ist halt base gegangen mit Schuhen. Etwas unglücklicher. Natürlich wird es ein erstes Max-Shrinker sein, so viel ist klar. Lyra zeigt sich jetzt schon mal auf der Botlane, weil er den Control Ward dort entfernen möchte. Noch getan hat. Aber zumindest konnte sich Keith ein Stück weit erholen. Aber es ist trotzdem interessant, dieser wiederaufladbare Trank. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal auf dem AD Carry gesehen habe. Könnte jetzt gleich zum 2 gegen 2 kommen. Ultimate schon mal raus, aber auch Lyra zur Stelle. Und damit das First Blood für Lyra. Schön gelauert. Ah, da lauerte die Spinne und man wollte das 2 gegen 2 für sich haben. Ich meine, der Zeitpunkt zwar ganz gut, weil Ninja eben sein Flash noch nicht wieder ab hat. Aber der Elise Damage da auch nicht zu verachten. Ah, und plötzlich Envy mit dem First Blood für Team Liquid. Wäre es super, wenn Envy hier gewinnen würde. Ah, Froggen findet das sicherlich sehr ungünstig, wobei er seinen Farmvorteil weiter ausbauen kann. Es gibt sicherlich auch einen Grund, dass man gegen Lyra die Lies bannt. Oh, Hook trifft hier auf Max Range. Gate mit dem Sidestep nicht ganz glücklich. Oh, das war der Botlane-Kill. Aber Keith im Gegenzug kann er. Ja, er kann egalisieren. Und dafür das 1 gegen 1 rausholen. Es ist im Endeffekt jetzt sogar ein bisschen besser für ihn, weil er jetzt die Lane reinpushen kann. Im Gegensatz zu Apollo, also den Farm noch bekommt. Ja, beide quasi mit dem Kill. Es war halt auch kein First Blood. Dass er hier diesen Farmrückstand wieder wettmachen konnte. Na, gleich mal drauf achten, geht Sidestep nach hinten. Ja, weil er halt davon ausgeht, dass er dann nicht getroffen wird. Auch von Max Range. Dem war halt nicht so. Keith geht selbstverständlich auf Apollo und schafft es halt noch, ihn mitzunehmen. Es ist halt selbst, wenn du dann mit dem Q die nötigen Hits bekommst. So, super. Mit dem Anker. Der gute Mann. Lyra jetzt auch Runix Echo fertig. Beide natürlich mit dem Tracker Snipe und Keith, da wird er angegangen, das war's für ihn. Wow. Ja, da musst du in solchen Situationen aufpassen. Jetzt ist Acadian da und es reicht vom Damage her, aber nicht ihn abzuräumen. Und das ist das, was ich gesagt habe. Also du siehst halt einfach schon an der Comp jeweils. Okay, Lyra Botlane-Fokus, Acadian Midlane-Fokus. Jetzt aber die Rotation eben mit noch auf die Midlane. Und Keith steht zum zweiten Mal auch sehr offensiv, muss ich sagen. Das würde ich gerne mal in der Wiederholung sehen. Nutzt diesen Umstand hier aus und gönnt sich auf den Höllendrachen 8% mehr AP unter D für sie. Ja, wenn du schon mal die Botlane Pressure hast, warum auch nicht? Gibt absolut Sinn. Gerade wo der Höllendrache eben auch so ein
beliebter Drache. Das nächste Drache im Übrigen wieder ein Höllendrache, wie wir sehen. Und Lyra wieder auf der Botlane. Martin gesehen, aber so auf, also das wird der erste Turm jetzt. Das wird der erste Turm. Echo Fox kann es halt nicht verhindern. Envy generell, so seit dem Spiel zuvor, spielen sie deutlich besser auf. Aber wie gesagt, für sie geht es um nichts. Sie sind vielleicht deswegen auch befreiter, während der Druck auf Seiten Echo Fox immer weiter wächst. Ja, weil wenn sie das verlieren, dann ist es halt echt gut möglich, dass sie noch Vorletzter werden. Vor allem sollte Team Liquid morgen gewinnen. Lediglich in der Midlane kommt Frog ganz gut klar, aber er hat auch eine Menge Ganks bekommen. Aber ich denke, auch ohne wäre er hier im Farm sicherlich vorne. Protobelt ist eben fertig, nur er kann halt so viel damit nicht anfangen momentan. Ja, das ist irgendwie in letzter Zeit ganz gut, ist, das nützt natürlich nicht viel, ja, wenn es die letzte Woche ist und quasi ihr letztes Spiel ist. Nee, LCS für dieses Jahr. Für diesen Split. Für dieses Jahr ja noch nicht. Ging der ein bisschen sehr offensiv rein, Froggen. Weiß natürlich, sein komplettes Team wartet auf. Oh Gott, diese Arrows von Keith immer! Das letzte Spiel auch schon. Ja, damit komplett diese Masche versaut. Quasi Haku ist da, trifft Acadian, rein geht's mit dem Engage, sofort die Frischbrücke gestellt, Auspeitschen ist da, von hinten ist Apollo mit dabei, man hat zwar Haku bekommen, aber wie wird's weitergehen? Schönes Q nochmal rein. Man will weiter fighten, Frog geht deep mit Protobelt, aber dadurch, dass Ninja kommt, muss er erst einmal zurück. Teleport von Looper. Seraph hat abgebrochen, der pusht jetzt die Top-Lane rein. Summa summarum, klar, der Kill für Echo Fox, aber Looper verpasst einiges an Farm. So, hier nochmal. Er hat den Ward da stehen, trifft deswegen Acadian quasi im Lauf. Auspeitschen, Box, aber der Turn halt sofort auf Haku, auch der Kick halt rein. Der Damage reicht nicht ganz aus und Acadian, ja, er hat gerade Keith und Gates so ein bisschen in die Varus-Hult nochmal gebracht. Im Endeffekt bleibt das allerdings ohne Relevanz. Ja, und Apollo jetzt sogar 30 Farm vor Keith. Beide Spieler mit Klingungsgestützten Königs fertig. Dabei schien es gerade für Keith zu laufen. Ja, und dann passieren Dinge. Wow. Nochmal Max Range getroffen. So, auf Thresh gefällt mir Haku echt ganz gut. Das Ding ist nur, weil du jeden Hof treffen kannst, ob das auch sinnvoll ist, jeden Hof immer setzen. Also, Echo Fox wirkt sehr ideenlos, muss ich sagen. Also es ist auch generell die beiden Spiele war es immer Envy das agierende Team. Im ersten Spiel hat Echo Fox nur wenige Fehler dabei gemacht, während sie halt Envy gewähren haben lassen. Ja, Froggen im Schnitt
7,7 CS vorne, in diesem Spiel 31, das ist viel. Und im Schnitt hat er immer mehr als seine Gegenspieler. Vor allem 170 CS so nach 16 Minuten ist schon ordentlich. Mit Vladimir hat er jetzt auch mal einen Champion, der auch im Late Game gut ist. Anders zum Beispiel als die Ahri. TP-Play. Erstmal der Poke mit Jace. Froggen geht in den Gage. Der Arrow mal wieder komplett durch alle durch. Froggen hat den Wildwuchs auf sich und Seraph versucht jetzt in die Backline zu kommen. Lyra allerdings im Repel schon mal. Die sind alle verdammt low. Er schafft es noch weg. Akadian aber hinterher. Ninja abgeräumt der Kick und für Apollo reicht es gerade so, dass er hier rauskommt. Mann, wie viel HP hatte der denn bitte sehr? Wenn jetzt nochmal die Ash-Arrows treffen würden. Echo Fox nutzt den Umstand sofort aus und will den Höllendrachen haben und den brauchen sie auch. Envy hatte den ersten bekommen und sie, ja, können damit auch ganz gut was anfangen. Jetzt in das Team. TP-Play von Envy probiert, aber sie machen es halt genau richtig, gehen halt rein. Ja, der Wildwuchs hilft hier auch nochmal. Ninja dann schon früh sehr, sehr low. Die Tiefenladung fliegt durch. Sorgt für einen Knock-Up und der Turnaround auch ganz wichtig auf den flankierenden Spieler, auf Lyra, wenn der Kavian jetzt halt weiter ausholt. Echo Fox ihrerseits mit dem ersten Turm auf der Botlane in der Zwischenzeit. Brauchen sie auch, wenn sie da nicht unendlich weit nach hinten. Und es ist wieder ein Höllendrache. Also auch der dritte Drache in Folge ein Höllendrache. Wow. Ja, das ist ein Spiel. Ja, da kommt Damage rein. Es ist trotzdem ein Spiel, in dem so viel nicht passiert. Jetzt vielleicht mal der Top-Lane-Dive. Alle Mann unterwegs. Looper noch full life. Ich habe so ein kleines Déjà-vu vorhin von TSM. Tiefenladung, aber Looper hier noch nicht so tanky, wie das vorhin der Fall war. Und sie teilen die Aggro auch gut untereinander auf. Hat er noch kein Item fertig, der Arme. Kann er gar nichts machen. Und damit ist es auch der Turm für Envy. Ja, es ist grundsätzlich Envy deutlich das agierende Team, auch wenn es vorhin der TP-Play war, der missraten war. Aber Echo Fox ist so ein passives Team, das ist der Wahnsinn. Also ich meine, dass Frong ein passiver Laner ist, das haben wir schon so oft gesehen, ja, dass Frong am liebsten fahrt. Aber generell Echo Fox ist so ein verdammt passives Team. Ja, die lassen halt einfach nur gewähren, lassen gucken. Ja, und hoffen dann, dass sie weniger Fehler machen oder Fehler des Gegners ausnutzen. Oder ihn zu Fehlern provozieren, aber... Ja, Spirit Animal, das ist nicht Echo Fox, ja, das ist Echo Turtle. Ja, das passt in so vielfacher Hinsicht. Ja, weil Schildkröten sind langsam, die Spiele von Echo Fox sind es auch. Ja, eine Schildkröte will sich eigentlich nur verteidigen. Das will Echo Fox auch. Ja, und eine Schildkröte, die turtelt sich ein. Und genau das macht Echo Fox auch. Echo Turtle. Frog Spirit Animal. Ja, wenn der ein Haustier hätte, das wäre eine Schildkröte.
leichter Goldvorteil für Envy. Aber was mir vor allem gefällt, ist die Performance von Lyra auf Elise. Und er hat jetzt auch noch Liandras gekauft, also die macht jetzt guten Schaden schon. Schönerseits. Keith, ey. Keith ist einfach Mister, ich treffe einfach meine Ultimate nicht. Und das war ja, das war not even close. Ich meine, klar, dass nicht jeder Arrow treffen kann, vor allem aus großer Distanz, aber die auf kurzer Distanz treffen ja irgendwie auch nicht. Ja, können wir mal froh sein, ja, dass Keith nicht im Mittelalter gelebt hat und Jäger war, ja, weil der wäre verhungert. Oh, und was hast du für einen Beruf gelernt? Ich bin Jäger. So, eine Minute noch bis zum Höllendrachen. Ich bin mir fast sicher, dass dann, ja, wir dann nochmal einen Teamfight sehen würden. Weil so 16% mehr AP und AD, das wäre doch schon was Schönes. Das wäre was Feines, Saftiges. Ah, die Folge ist, Frong pusht erstmal die Midlane durch. Übrigens, Keiths großes Vorbild ist Katniss. Na, das träumt er noch von. Von der Katniss. Wenn er in seine Legolas-Pyjama einschläft. Mit Robin Hood-Bettwäsche. Während er Avengers guckt. Seine Lieblingsserie ist Arrow. Oh, der Anker über Max Range gegen Seraph. Und jetzt gibt's nochmal den Knock-Up mit rein. Nicht zuletzt auch über Tiefenladung und den Wildwuchs-Froggen. Mittendrin statt nur dabei über die Blutlache. Rein ins Stundenglas. Reicht der Schaden? Die Antwort ist nein. Und währenddessen Keith, der ballert jetzt. Der hat den Damage. Und Keith, da räumt er auf. Da ist es. Da ist der Damage. So eine Ash, wenn der Fight lange geht. Ja, dann kommt er. Dann kommt er. Ja, und da holen sie sich den neuen Drachen. Und da ist plötzlich auch Echo Turtle am Start. Ja, einmal kurz aus dem Panzer und zuschnappen. Richtige Schnappschildkröten. Oh, wow. Oh, schöner Sidestep von Froggen. Froggen, aber das war's für dich. Na, schnappen. So, hier, dieser Anker. Einfach über 500 Kilometer. Der Wildwuchs, die Tiefenladung. Ja, alle hüpfen hoch. Alle Gegner hüpfen hoch. Geht ja gar nicht, geht ja wohl. Wer ist da? Da trifft er, der Keith. Da trifft er mal. Aber niemand, also niemand ist in diesem Fight auch auf Keith gegangen. Ja, alle haben gedacht, der trifft sowieso nicht. Ja, aber ungestört. Da klappt das. So, jetzt Envy mit einem random Baron Call. Ganz aus dem Nichts heraus. Echo Fox ist da. Oh, der Hook gegen Acadian. Aber der will auch rein. Der will rein. Und er holt sich den Ash und er stealt hier einfach. Und jetzt wird aufgeräumt der Pit. Wow, Ultimate ist auch schon mal raus. Keith, diesmal der Shutdown gegen ihn. Ja, Duell der Bogenschützen. Diesmal hat Apollo gewonnen. Aber Echo Fox, das machen sie gerne. Haben zwei Mann abgegeben und dafür den Baron nicht nur verhindert, sondern auch schlicht und ergreifend gemobst. War nicht der beste Burn Call, vor allem wenn der Gegner Lee Sin ist und noch lebt. Fight allerdings halt ohne Froggen und deswegen mangelt es hier schlicht und ergreifend an Schaden. Plus Seraph, der sich da einfach in Kief dran macht. Die Folge ist, dass Envy zumindest den Midlane-Turm hat jetzt nochmal mitnehmen können.
Alter, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Riot will's aber auch wissen mit den Drachen. Ja, wenn ich nicht wüsste, dass die random sind, würde ich sagen, ja, gebt uns die krassesten Drachen für die krassesten Teamfights und ja, die das Spiel hier auch beschleunigen. Nach drei Höllendrachen gibt's einen Bergdrachen. Ja, gute Nacht. Was mich ein Stück wundert, ist, dass noch keiner gegen Vladimir irgendwie Ruf des Henkers oder so gebaut hat. Wobei man auch zweimal Ignite im Team hat. Ja, ein Froggen 280 Farmen nach 26 Minuten. Das ist ordentlich. Oh, da trifft er wieder! Seraph! Der muss dran glauben, aber auch Apollo weiß, wie er sein Ultimate unterbekommt. Gibt nur leider die Laterne, die ihn abholt und damit überlebt er das Ganze. Trotzdem Echo Fox weiter am Pushen. Reißt die Türme ein. Reißt die Türme ein. So sieht's aus. Und da sind sie auch dabei. Den Tier 2 Midlane-Turm jetzt in den Inhibitor-Turm. Handy, das wird nicht einfach zu verteidigen. Der Puck trifft Looper. Nicht das beste Ziel. Der kriegt den Bildfuchs drauf. Und Froggen mit dem Protobelt erstmal rein Redemption gezündet. Man zieht sich jetzt zurück, denn von der Seite ist Lira da. Cocon wieder auf Looper. Das ist einfach, der fängt alles ab. So, und jetzt in die andere Richtung. Es ist halt echt so! Das ist halt echt so! Jetzt geht's einfach mal in die andere Richtung. Rainbow ausgelaufen. Botlane pusht für Envy. Das heißt, die können jetzt hier so ein Stück weit hin und her rotieren. Anderthalb Minuten noch bis zum Bergdrachen. Es ist, ja. Also, sagen wir mal so, man merkt natürlich, das sind nicht die Top-Teams, die hier spielen, sondern eben Platz 8 gegen Platz 10. Ah, und beide packen sie den Legolas aus. Ah, ist noch ein bisschen bis zum Baron hin, aber wenn man da so ein paar Control Wards aus dem Weg räumen kann, dann, ja. Warum nicht? Hat man jetzt gerade die Zeit dazu. Später wird das dann eher schwierig werden. Ich denke, jetzt wird auch erstmal 40 Sekunden nichts passieren, bis der Bergdrache kommt. Wenn man nicht irgendwie einen Catch bekommen sollte. In Asher oder so. Gerade nochmal Base gewesen. Acadian sollte jetzt aber Botseite, war gerade noch Topside. Geht jetzt Base. Envy weiß auch, dass Echo Fox natürlich den Bergdrache nicht einfach abgeben kann. Deswegen versuchen sie jetzt zu trappen. Haben komplett die Botside-Vision aufgebaut. Was halt gut für sie ist. Base gehen sollten sie nicht unbedingt so 12 Sekunden, bevor der Bergdrache kommt. Echo Fox geht aber einen ganz anderen Weg. Die gehen einfach über die Midlane, da wo sie nämlich Vision haben. Ah, wenn Acadian... Oh, das ist es für Acadian. Keine Chance, ist hier faktisch gewonshottet worden. Auflauf hat Golf, aber Froggen, der geht rein! Kerngedanke ist da! Jetzt nochmal im Stundenglas. Und der Arrow trifft Ninja aus kurzer Distanz. Knock-up ist damit Wildwuchs. Reicht der Schaden. Keith kann hier freiballern. Braucht nur Rechtsklick drücken. Seraph muss hier vernichtet werden. Der geht in Guardian Angel rein. Nein, hat er gar nicht. Der Hook. Er wird einfach nur abgeräumt. Ich dachte, er hätte schon Guardian Angel, aber nee. Hat er ja gar nicht. Ah, ich sehe schon Schutzengel. Lyra hat allerdings keinen. Ja, und damit viel Geböller. Allerdings beide Jungler-Geschichte. Problem ist nur, Acadian ist deutlich schneller wieder da, als Lyra das ist. Die Folge. Acadian wird jetzt da sein, wenn es darum geht, diesen Drachen anzugehen. Schön geflasht von Haku. Lässt er nichts
lässt sich dann nicht engagieren von Looper, der ebenfalls geflasht ist. Damit also Echo Fox sogar ohne Jungler einfach mal den Drachen genommen. Und das ist ein dicker Vorteil. 16% mehr AP, AD über die Höllendrachen und dann nochmal den Bergdrachen. Hier, wie gesagt, einfach komplett aus dem Leben geböllert. Trotzdem entscheidet man sich zu fighten. Throng macht hier praktisch den Call, dadurch, dass sie hier reingeht mit seiner Ultimate. Ein Stundenglas überlebt das sehr, sehr lange. Und man hat hier auch den Schaden. Lyra hat lange überlebt, kommt mit dem Repel erstmal nochmal raus. Froggen ebenso, dann aber abgeräumt. Seraph bekommen. So der 1 gegen 1 Trade. Problem ist nur, Apollo und Lyra sind halt sehr, sehr low. Und jetzt bitten sie sich. Der Hook nicht unbedingt das Beste, was man hier machen kann. Da sind halt alle low. Und dann Lyra. Macht er den Flash. Kokon trifft allerdings nur Looper. Und in dem Moment war es das halt für die Spinne. Da mit dem Flash Kokon wollte er halt nochmal für einen Engage sorgen, war aber nicht so die beste Idee. So, und jetzt ist der Baron live und damit der nächste Fight, der vor der Tür steht. Paulo jetzt auch mit sterblicher Mahnung, wichtig, selbstverständlich gegen den Vladimir. Na natürlich will Envy da nicht rauf. Die haben einen guten Poke. Also ich meine, mit Varus und Jace hast du einen guten Poke. Aber wenn du einen guten Poke hast, heißt es halt auch nur, du musst diesen Poke auch gewisserweise unterbringen, bevor es in den Teamfight geht. Auch deswegen sollte man Envy hier keinesfalls im Pit unterschätzen. Goldunterschied ist quasi zu vernachlässigen. Das ist halt echt nicht viel. Nach 32 Minuten 1000 Gold ist halt nichts. So gesehen kann man durchaus davon sprechen, dass beide Teams gleich auf sind. Wir haben nochmal den Goldvergleich. Und das ist ja auch weitestgehend auf ähnlichem Niveau. Jetzt Echo Fox, sie versuchen dann zu trappen. Oder heißt es einfach mal das Blue Trinket bemühen. Dann wird die Trap einfach ein bisschen weiter nach hinten aufgebaut. Ich meine, das ist jetzt so der älteste Trick der Welt. Natürlich guckst du danach. Ich meine, dass sie jetzt nicht... Dass sie erst in dem Gebüsch stehen, trappen und dann den Baron anfangen, ist ja unwahrscheinlich. Trotzdem kann Envy nicht einfach die Mitte runter pushen, weil sonst halt wirklich der Baron genommen würde. Und da sieht man sogar noch das Blue Trinket. Damit weiß man faktisch auch, dass sie nicht am Baron sind. So, aber im Gegenzug, ihr macht jetzt keinen Baron-Call. Macht ihr nicht. Das geht nicht, das wird nicht funktionieren, Envy. Wow. Wow! Die fangen den jetzt einfach mal an, oder was? Jetzt kommt der Arrow, trifft Lyra. Brauchst du nur auf den Baron zielen, der Anker. Und warum fängt man da den Baron an, bitte? Why? Das macht doch keinen Sinn. Die wissen doch, dass ihr da seid. Da ist ja nichts vorbereitet, gar nichts. Wie hätte das denn klappen sollen? Das war irgendwie... Ich weiß nicht. Also, das Ding ist, Echo Fox hat gerade nur die Midwave nochmal genommen. Man rotiert selbstverständlich in dieser Spielphase zusammen. Und gehen dann natürlich am Baron gucken, weil sie keine Vision haben. So, der Weg ist verdammt kurz vom Midlane zum Baron. Das kann natürlich nicht klappen. Also, dafür hast du Damage nicht, dass du da schnell genug bist. Und selbst dann. So, jetzt Acadian mit dem Insect Play. Apollo, man ist aber dran. Tiefenladung fliegt er hinterher. Und dann Looper mit dem Anker gegen Apollo. Der ist down. Shutdown, Akku abgeräumt und jetzt, das könnte die Entscheidung sein, Lyra noch mitgenommen, Double Kill für Gate, ist doch egal, wer die Kills bekommt, Hauptsache es gibt hier Tote, ja, drei Mann down, was macht Ninja in der Zwischenzeit, da pushen wir mal durch, gut, der Arrow, da mache ich keinen Vorwurf, ja, dass der treffen könnte, das ist, ja,
Das, die Chance war da, aber er flog halt sehr, sehr weit. Wichtig trotzdem, Ninja die Vasallen aus dem Weg räumt, um zu verhindern, dass Echo Fox direkt die Midlane pushen kann. Die nehmen dafür jetzt den Baron. Und das war jetzt mal ein guter Baron-Call. Ja, nach dem Teamfight. Wir sehen es nochmal. Acadian quasi mit dem Insec. Apollo erst sehr, sehr spät. Acadian läuft natürlich zum Thrash. Dazu Apollo. Selbstverständlich, dann trifft die Tiefladung auch. Und mit dem Anker holst du die Apollo. Dann hast du die Überzahlsituation ohne AD Carry und Keith. Unbedrängt kann die ganze Zeit einfach nur böllern, böllern, böllern. Ja, bisschen ironisch, dass Geed die Last Hits bekommt, aber nun gut. Und jetzt heißt Baron Powerplay. Top Lane gepusht und auf der Seite Redemption. Frog im Stundenglas. Viel Leben hat er nicht mehr. Das reicht zum Überleben. Die Antwort ist vorerst Seraph nochmal rein. Frog lebt halt immer noch. Der wird sich immer wieder hochheilen. Jetzt währenddessen Seraph down. Und auch Lupa. Ah, ne, wobei Seraph lebt noch. Fast down. Seraph fast down und dann Lupa. So, gerettet. Echo Fox. Geht doch jetzt Base. Ihr habt den Top-Lane-Monitor schon. Ihr seid in Unterzahl. Aber das Ding ist, Apollo, Haku und auch Lyra sind alle gerade Richtung Ahnendrachen. Und tradet man jetzt Base gegen Ahnendrachen, ist bei Envy nicht ganz so stark, einfach weil sie nur einen Drachen haben. Deswegen kann Echo Fox damit definitiv leben. Klar, der verstärkt sich auch. Das heißt dann 12% mehr AP und AD. Echo Fox hat 16. Du hast noch den Schaden über die... den absoluten Schaden nochmal oben drauf, On-Hit. Ja, keine Frage, aber ich denke, dass Echo Fox hier mit zwei offenen Inhibitoren erstmal mehr anfangen kann. Das weiß auch Envy, sicherlich. Das Ding ist nur, es ist utopisch gewesen, dass sie da hätten noch weiter deffen können. Insofern nehmen sie stattdessen den Ahnendrachen. Das Ganze führt zu dieser, nennen wir es, sehr interessanten Konstellation. Zwei Lanes pushen jetzt rein für Echo Fox. Eine Minute Baron Buff haben sie noch. Was sie jetzt natürlich machen wollen, ist die Botlane reinpushen. Nee, zufolge muss Frog auch runter, der sich gerade noch den Blue Buff gönnt. Und dann Base geht und zu seinem Team aufschließen muss. So, und so läuft jetzt das ganze Team Echo Fox schön die Botlane runter. Wenn die anderen Lanes eben, wie gesagt, pushen. Ah, sie wollen trappen jetzt. Aber ob das mit Baron Buff so intelligent ist, wage ich zu bezweifeln. Nein, also sie wollen natürlich sammeln, ja, dass sie hier eine große Wave haben. Zwei Kanonen sind es schon. Ja, das Team kommt. 4 Sekunden jetzt noch. Wollen die wirklich trappen? Ja. Nein. Keine Ahnung, was sie da machen. Vor, zurück. Teamfight, ja, nein. Was machen Echo Fox? Die können sich irgendwie nicht so wirklich entscheiden. Weil ich meine, trappen, wer will denn da hingehen? Jetzt der Arrow. Hat gute Trefferquote. So, und damit war's das jetzt der Turm. Den Turm, also den müssen sie quasi verteidigen. Aber sonst den letzten Turm zu verlieren, das wäre zu viel. Drake up an. Er ist gerade genommen worden. Das ergibt halt keinen Sinn. Oder hätte keinen Sinn ergeben. Zweimal Guardian Angel jetzt auch bei Echo Fox.
Du meinst jetzt ganz, ganz sicher spielen. 40 Minuten. Sie haben ein starkes Late. Aber gerade die beiden Inhibitoren führen halt immer wieder zu, dass Echo Fox die Überzahlsituation generieren kann. Einfach letztens, weil irgendwie immer wen abziehen muss. Die Folge, der Turm nimmt mehr und mehr Schaden. Mit dem Baron Buff wäre das sicherlich einfacher, aber den haben sie ja nicht mehr. Bekommen wir erst in anderthalb Minuten wieder. Und jetzt muss eigentlich Envy fighten, weil sonst war es das hier ihr letzter Inhibitor-Turm. Machen sie auch. Looper tankt eine ganze Menge. Frong geht rein über die Pfütze. Der Turm ist gleich gefallen. Das reicht ihnen schon. Der Turm ist down. Der Hook auf Looper wieder mal. Frong hat sich rauswinden können. Looper tankt eine ganze Menge. Kadian jetzt kommt ran an Apollo. Ganz wichtiger Punkt. Apollo raus. Starkes Stück hier von Kadian. Und das ist der dritte Inhibitor jetzt. Währenddessen Frong wieder mal im Stundenglas, aber die ziehen durch, die zwiebeln durch. Nexus-Turm 1. Ninja nochmal mitgenommen. Nexus-Turm 2. Und jetzt ist Haku der Einzige, der hier noch mit Lyra versucht oder verteidigen könnte. Aber es wird nicht reichen. Ah, Hook noch und mein Gott, da gehen sie nochmal deep rein. Aber das ist der Nexus. Und damit der Sieg. Ja, es war ein zäher Sieg. Mehr als 40 Minuten hat es gedauert, aber es war ein verdienter Sieg. Echo Fox bestätigt damit quasi ihren achten Platz. Und Envy, ja, wie gesagt, sie waren schon vor dem Spieltag sicher letzter. Ja, das ist für Team Liquid natürlich nicht ganz so cool. Aber für Echo Fox sicherlich auch nochmal für. Also psychologisch auf der einen Seite und auf. Ich meine, das war's jetzt für sich. Sie spielen morgen nicht mehr. Ja, so viel dazu. Aber ja, es war einfach wichtig, weil Team Liquid müsste jetzt gegen FlyQuest gewinnen, damit sie dann punktgleich sind. Weil es jetzt nicht wie der direkte Vergleich ausschaut. Wobei FlyQuest natürlich auch noch um die Platzierung kämpft. Also so gesehen ja, FlyQuest auf Platz 5 sind mit 8 zu 9, genau. Punktgleich mit Dignitas und Immortals. Also da sind einige Teams punktgleich. Morgen, ja, ist der letzte Tag, den er jetzt ist. Das wird echt nochmal spannend. Der letzte Tag, den er jetzt ist. Ich bin selber gespannt. Ich hoffe, ihr seid es auch und ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht böse. Ja, in 20 Minuten haben wir 3 Uhr, wenn wir jetzt den Stream ausmachen. Doch, sind wir. Keine Sorge, morgen ist er wieder. Ja, LCK mit Bart in wenigen Stunden. Ja, wenn wir überlegen, wenn 20 Minuten 3 Uhr ist. Ja, dann ist das nicht mehr so viel. In 5,5 Stunden ist der Bart ja schon wieder hier. Ja, und danach kommt er direkt im Anschluss wieder EU. Und danach ja, kommt direkt im Anschluss NA. Ja, so sieht's aus. Gut. Ich wünsche euch was, nämlich einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, oder gute Nacht vielmehr. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja, und wir sehen uns morgen. Und natürlich auch nicht vergessen, Dienstag Jam FM einschalten. Ja, da bin ich im Radio. Ja, ich meine eigene Radioshow. Ja, alle Infos auf summoners-in.de. Also, haut's rein, ihr Lieben. Gute Nacht.